Hi, schön, dass ihr da seid. Freut mich. Alone in the Dark spielen wir heute wieder. Ach so, ich könnte mich auch mal anschalten. Moment, ich bin angeschaltet, dann ist schon gut. Ich habe hier nur pausiert. So, jetzt passt's. Ach so, ich muss immer noch umschalten hier. Ah, oh, come on, ey. Ja, jetzt aber. Hi, Arthur. Ein Gronkh hier zu sehen, wäre genial. Das verstehe ich nicht. Ein Ed Gronkh, dass der das sieht, oder was? Ah, ich verstehe. So, ich freue mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen auf Alone in the Dark. Ich finde es zwar irgendwie bis jetzt eher so akzeptabel gut, ne? Eher so mittelgut. Aber irgendwie schon ziemlich nett. Ich mag dieses System, das das Spiel hat, das quasi... Hi, achso, Arthur hatten wir schon. Moment mal, du bist in beiden Chats, Arthur. Glaube ich. Ansonsten hallo nochmal, andere Arthur. Und hi, Raphael. Ich mag das Konzept, dass man immer wieder in so Traumwelten schlüpft und dass dann quasi immer so kleine Kapitel mit eigenen, ne, hier, Ideen so verwurstet werden. Jetzt finde ich leider das Spiel tatsächlich eben nicht sehr gut, ne, was ich schade finde, weil ich hätte denen gerne eine zweite Chance gegeben. Wisst ihr, was ich meine? Ich würde denen wünschen, dass Alone in the Dark erfolgreich genug ist, dass die einen zweiten Teil machen können, der vielleicht ein bisschen ambitionierter ist. Weil ich glaube, vom Grundkonzept her könnten die ein sehr gutes Spiel daraus machen. Aber es hat für den ersten Teil jetzt hier noch ein bisschen was gefehlt und ich befürchte, weil der sehr schlecht bewertet wurde und so wird das wahrscheinlich kein sehr erfolgreiches Spiel. Deswegen kriegen wir wahrscheinlich nie den zweiten Teil, der auf das hier aufbaut, der sehr gut sein könnte. Ja, ja, ja. Naja. Raphael, wann kommt Berserker-Mod? Ich weiß es nicht. Ich habe schon vor, da weiterzumachen, aber ich kann dir echt nicht sagen, wann. Aktuell, ich habe mir mal wieder viel zu viel vorgenommen. Ihr werdet in den nächsten ein, zwei Wochen meine überambitionierten Pläne mitbekommen. Ich werde da ein Video auf meinem Kanal machen, in dem ich das alles erkläre. Und dann werdet ihr euch denken, what the fuck ist eigentlich mit diesem Land Squid schon wieder los? Das kann ja nicht. Das kann ja nicht funktionieren, wenn man auf 5 Hochzeiten gleichzeitig tanzen will. Aber ich mach's und es wird großartig und ihr werdet bald alles drüber erfahren. Ein bisschen Geduld noch. Hi, Pixel. Ich bin einer der wenigen, der gerne über die Xbox schaut. Ah, okay. Ja. Interessant. Da habe ich gar nicht dran gedacht, ne? Man sieht ja, dass gerade auch, ne? Ich meine, meine Zielgruppe ist ja auch ein bisschen älter, also so in meinem Alter. Also was heißt so in meinem Alter? Die Spannbreite ist groß zwischen 20 und 40 halt so, 20 und 50. Aber, ne, mit so 30, 40 im Peak. Und man merkt, dass Fernseher immer öfter geguckt werden. Schon auch sehr viel Smartphones und Tablets und so. Aber auch viele Fernseher mittlerweile. Fernseher werden beliebter. Und ich kann es verstehen. Ich gucke auch tatsächlich YouTube und Streams viel auf dem Fernseher. Hauptsächlich auf Fernseher und PC. Nein, das stimmt gar nicht. Mittlerweile, wenn ich koche oder so, auch auf dem Tablet sehr viel. Ich würde sogar sagen, mehr auf dem Tablet mittlerweile als auf dem PC. Ich glaube, bei mir ist die Hierarchie so Fernseher, Tablet, PC tatsächlich. Aber über Konsolen, da habe ich gar nicht dran gedacht. Aber das gibt es natürlich auch noch, ne? Ich zupfe gerade ein paar der prominenteren Katzenhaare aus meinem Popschutz. Ich bin 39. Hey, Terror. 39. Oh, verdammt. Ich habe hier noch... Ah, oh, das ist jetzt blöd. Ich habe hier noch eine offene Dose. Die habe ich heute Mittag, heute Nachmittag. Aber die steht hier jetzt bestimmt schon ein, zwei Stunden offen rum. Da trinke ich jetzt nicht mehr draus. Aber jetzt würde ich mir fast gerne... Es ist jetzt... Ich glaube, ich hole jetzt schnell ein Glas. Ich bin sofort wieder da. Ich hole jetzt schnell ein kleines Glas und werde das umschütten. Weil ich werde jetzt... Wenn noch keine Fliege drin ist, werde ich das noch trinken. Aber ich habe halt Angst, dass eine Fliege drin ist. Wartet mal ganz kurz. Bin sofort wieder da.
So. Tip Aaron, vielen, vielen Dank für die Bett. Dankeschön. Jetzt gucken wir mal, ob das noch gut ist. So lange steht das noch gar nicht. Oder? Sieht noch gut aus. Keine Fliege drin. Oh, ich bin jetzt so die Treppen runter und hoch gerannt. Ich bin 39 und schaue deinen Kanal über Glotze. Nur Chat läuft über Handy. Ganz genau. Ganz genau, Christian. So mache ich das auch. Ja, Fliegen sind vor allem nervig. Aber in den Getränken auch ziemlich eklig. Ja, wir haben ja viele. Also ich meine, wir haben jetzt kein Spiel, das explizit jetzt irgendwie Fliegen thematisiert. Also kein Horrorspiel. Aber wir haben ja die Chimera in Resident Evil und, ne? Fliegen sind schon auch ein Thema. Ich trinke das jetzt. Ja, das ist noch frisch. Ich hatte ein bisschen Angst, weil da zwei Dosen stehen, dass die schon ein paar Tage alt ist. Und die von heute Nachmittag schon leer war. Aber nee, es passt alles. Entwarnung ist gut. Kann man noch trinken. Cool. Über Tablet, über PC, über Fernseher, über Katze. Bitte nicht auf die Tastatur setzen. Kleiner. Dass Katzen immer ihren Arsch in die Kamera halten müssen, oder? Es ist einfach wirklich so. Kleiner Arschkater. Komm, setz dich mal bitte wirklich nicht auf die Tastatur, Kleiner. Das ist doof. Da können blöde Dinge passieren. Du Riesenkater. So, wollen wir anfangen? Ich würde schon sagen, ich trinke noch einen Schluck, ups, aus meinem Holy-Getränk. Köstlich. Und dann fangen wir an. Oder machen wir weiter, besser gesagt. Wir haben ja schon angefangen. Wir sind in Kapitel 2 der Zeto oder so. 3 Stunden haben wir schon gespielt, logisch. So lange hat ungefähr der letzte Stream gedauert. Und jetzt geht's weiter. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mich an nichts erinnern. Wartet mal schnell, ich stecke noch schnell den Controller an, vorsichtshalber. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ein Kompliment in Katzensprache. Ich weiß, ne? Ich weiß natürlich, dass wenn die einem so den Arsch ins Gesicht strecken, ist das vielleicht nicht sehr schön für Menschen. Aber für die Katze heißt das so viel wie, hey, guck mal, wir sind super Buddies und ich trau dir. Das ist ja eh cool. Aber warum auch in Kameras? Als ob die es wissen würden. Als ob der wissen würde, dass jetzt irgendwie dann 100 Leute auf seinen Arsch glotzen. Und er liebt euch alle, will er euch damit sagen. Weil ihr sein Katzenfutter finanziert. Ich dachte mehr an sowas wie ein Horror-Game, wo die meisten Menschen zu ekelhaften und schrecklichen Fliegenmonstern mutiert sind. Und den Speichel ausspucken, um zu versuchen. Also im Endeffekt Resident Evil nur mit Chimeras, ne? So. Im Grunde. Da gibt es bestimmt einen Mod dafür. Die Astart-Künstlerkolonie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie eine Mardi Gras-Truppe namens die Piraten von Pontchartrain hatten, als ich ein Kind war. Okay, das ist bestimmt irgendein Rätsel, oder? Das sind Zahlen über den Köpfen von denen. Ergibt sich bestimmt. Wahrscheinlich, warte mal, ich setz mal die Anfangsbuchstaben der Vornamen zusammen und dann der Nachnamen. Und dann gucken wir mal, ob Wörter draus werden. Das wäre Zwenages klingt wie ein schönes Wort, aber ich glaube kein real existierendes. Versuchen wir die Nachnamen. Kack. Okay. Kack. Kack. Wo sind die 5? Kacken. Ich kann nichts dafür. Kacken. Kp. Kappenkipsten.
Kacken, Kipsen, weiß ich jetzt auch nicht genau. Schauen wir mal, ob wir das später noch irgendwie brauchen. Aha, und hier haben wir irgendwelche überwucherten Bilder, die wir wahrscheinlich sortieren müssen. Aha, ich kann die irgendwie umdrehen. Okay. Die Piraten von der Pampelmuse. Ich finde, Alone in the Dark Remake sollte dunkler sein. Es wirkt manchmal zu hell. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das stört mich gar nicht so dran. Auf den Bildern ist eine aggressiv aussehende Fäulnis. Da stehen Namen hinten drauf. Aber nicht auf allen Bildern. Auf dem hier nicht, nur auf einem. Ah doch, auf allen stehen Namen. Aber es ist nicht überall Fäulnis drauf, ne? Das verstehe ich nicht. Schauen wir mal, was hier in dem Raum noch ist. Ich kann mich nicht mal erinnern, wie wir hierher gekommen sind. Da ist ein Buch, das ist bestimmt gut. Perossis Tagebuch. Muss ich mich daran erinnern, wie ich sie wieder herausbekomme? Es gibt einen guten Grund, warum sie weggesperrt sind. Ich bin mir sicher, sie ist immer noch fähig, den falschen Leuten Antworten zuzuflüstern. Aber nicht mehr lange. Bald werde ich sie brennen sehen. Alone in the Bright, ja. Diese schwarze Ziege wird geopfert werden, damit all das ein Ende findet. Dann wird alles vorbei sein. Dann gibt es kein Desedo mehr. Und leider auch kein Astart. Ihr guten Piraten von Pontchartrain, möget ihr den See befahren, bis ihr die Küsten von Harley endlich findet. Die ist schon wieder so leise, ne? Möget ihr die Küsten befahren? Wolkai, bist du über den Podcast hierher gekommen? Das ist ja schön, das finde ich ja cool. Die meisten Leute kommen natürlich über Landsquid Bird Rider hierher, ne? Das ist immer cool, weißt du, weil das freut mich deswegen, weil der Podcast natürlich am Anfang, als der gestartet ist, fast nur aus Landsquid Bird Rider Publikum bestand, weil ich halt einfach da die größte Werbeplattform so für den Podcast hatte. Und das freut mich immer, wenn man sieht, dass sich der Podcast aber mittlerweile auch von alleine weiterentwickelt und Leute über den Podcast dann auch auf mich und Michael stoßen. Das ist sehr schön. Das freut mich. Da ist eine Person, die ist mir überhaupt nicht aufgefallen, während ich das Zimmer hier durchsucht habe. Okay, hallo. Hallo Person. Sie war wunderschön. Ich frage mich, was mit ihr geschehen ist. Moment, ist sie tot? Hey, ich kann mich... Habe ich irgendwas verpasst beim letzten Mal oder so? Habe ich die letzte Viertelstunde von unserem letzten Stream irgendwie verdrängt? War das so traumatisch hier, dass ich mich nicht mehr erinnern kann? Warum liegt da eine tote Frau im Bett? Und wo bin ich? Warum bin ich hier? Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Okay, jetzt pass auf. Ich brauche jetzt mal mein schlaues Buch. Nora Keith. Nein, lustigerweise hat mich Twitch gerade reingespült, aber ich höre den Podcast seit ein paar Wochen von Anfang an, bin gerade durch die Resi-Woche durch. Ah ja, sehr cool. Nora Keith. Gibt's ja eine Nora Keith. Ja, die gibt's. Okay, dann hat das damit zu tun. Da muss ich die Bilder vielleicht in der richtigen Reihenfolge irgendwie... Hi Rocket Raccoon und Dulli Horst, da muss ich die vielleicht in der richtigen Reihenfolge... Ich hol mal meinen Umbrella-Notizblock hier. Da habe ich meine ganzen Passwörter drauf und so weiter. Aber die sind eh einfach alle nur der Name meiner Katzen natürlich. und mein Umbrella-Kugelschreiber. Damit werde ich jetzt mal hier Notizen mir machen für das Rätsel. Wie früher. Ich mag eigentlich Spiele, die sowas machen. Ne? Das ist sowas Oldschooliges. Moderne Spiele machen das gar nicht mehr so oft. Schauen wir mal. Ich schreibe mir das jetzt mal alles auf. Erstens haben wir den Captain. Ich könnte mir natürlich auch einen Screenshot machen, ne? Aber nee. Zweitens haben wir den Willi. Drittens haben wir den Heinrich. Heinrich Kill. Kennt ihr Conker's Bad Fur Day? Das ist ein Klassiker von Rare. Gestern haben wir noch den Stream mit dem Thema Rare beendet. Na, jetzt, so schließt sich der Kreis.
Conker's Bad Fur Day war schon toll. Ich glaube, wenn ich das heute spielen würde, fände ich es infantil und bescheuert die meiste Zeit. Aber damals, ne, da war ich genau im richtigen Alter für den Humor, hat mir das sehr gefallen. Und die vielen Filmparodien sind schon sehr lustig. Heinrich, so nennt der Wiesel-Nazi-Wissenschaftler den Alien, den er heimlich im Bauch vom König züchtet. Der kommt dann am Schluss für den letzten Bosskampf raus. Und der nennt ihn Heinrich Kill. Fand ich sehr lustig. Damals. Okay, 7 haben wir die Elisabeth. 8. haben wir den Sergeant. 9. haben wir dann Franklin. Okay. Gucken wir mal, ob wir damit jetzt irgendwas anfangen können. Hey Dirk, was geht? Im Original Alone in the Dark waren die Kämpfe ein sehr großer Krampf wegen der Steuerung. Aber im Original Alone in the Dark musste man so gut wie nie kämpfen. Man konnte alle Kämpfe aus dem Weg gehen. Ne? Das fand ich eigentlich sehr cool. Der Sound hat mich beim letzten Mal so verwirrt. So, ich drehe die jetzt mal in der Reihenfolge, wie sie hier stehen, um. Ne? Also so rum um. Okay, wir haben hier überhaupt keinen Captain. Ach, dammit, wie heißt denn der Captain mit Nachnamen? Ich habe mir nur die Vornamen aufgeschrieben. Cortes. Gibt es hier einen Herr Cortes? Gibt es hier einen Herr Cortes? Warte mal, hier ist ein Curtis. Habe ich mich verlesen? Nee, der heißt Cortes. Es gibt aber keinen Curtis. Was? Niemand heißt Curtis. Mein ganzer Plan ist ruiniert. Wer ist denn hier bitte Philip J. Curtis? Es gibt Barry, keinen Curtis. Where's Barry? Well, I'm sorry, but he's probably the most powerful biological weapon in the world. Es gibt auch keinen Brian. Okay, die Bilder, die nicht auf dem Piratenschiff abgebildet sind, die sind nicht mit Moos überwuchert. Ich verstehe das Rätsel echt nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich bin zu doof dafür. Vielleicht denke ich viel zu kompliziert und ich muss einfach nur irgendwie ein Muster mit dem Schimmel machen oder so, sodass das alles zusammenpasst. Aber das kann schon mal nicht sein. Aha. Nee, ich check überhaupt nichts. Aha, tatsächlich. War da gerade ein Schatten? Nee, es war mein Schatten. Ich habe schon Angst vor meinem eigenen Schatten. Das war tatsächlich das Rätsel. Weißt du, ich mache mir hier Notizen, nummeriere die ganzen Namen durch und Vornamen und was weiß ich was. Was ich wirklich machen muss, ist alle Bilder so umdrehen, dass man den Schimmel sieht. Wow. Wow. Aber dann verstehe ich wirklich nicht, für was das Bild hier überhaupt gut ist. Philip J. Ja, genau. Muss ich auch an Futurama denken. Hey, zu alt für. Hi. Dreh vielleicht die um, die nicht auf dem Schiffsbild sind. Ja, so, ich glaube, basically hat es auch wirklich so funktioniert, ne? So ziemlich, nicht ganz. Okay, aber was genau ist jetzt eigentlich passiert? Irgendwas war da, ne? Ich habe ein Geräusch gehört. Ich habe mich von meinen eigenen Schatten erschrocken. Aber sonst, ich gehe jetzt einfach mal raus. Wo sind wir eigentlich? Ich gucke mal auf die Karte. Ich bin in Perossis Zimmer. Und was ist unser Ziel aktuell? Perossis Schicksal war Emily weiterhin ein Rätsel. Gehört sie zu Jeremys Geschichte oder hatte sie gar ihre eigene? Hä? Was ist los? You were almost a Jill sandwich. Aber guck mal, Perossis Zimmer ist jetzt blau. Das heißt, wahrscheinlich ist da aktuell nichts mehr zu tun. Wir wären beinahe ein Perossi-Sandwich geworden. Okay, hier waren wir noch nicht. Gucken wir doch mal, was wir hier finden.
Weird Tales. Ach so, schade. Ich dachte, wir nehmen das Weird. Das Weird Tales Magazin hätte mich jetzt mehr interessiert als der Füllfederhalter, muss ich schon sagen. Aber okay. Meinetwegen. Hi, Astrubal. Hi. Ich erschrecke mich immer so. Die Türen gehen immer, nachdem man in den Raum gegangen ist, so langsam zu irgendwie. Mega weird. Ich finde das immer voll komisch, wenn in Videospielen echte Fotos rumhängen. Das ist so ein Stilbruch. Irgendjemand mochte hier die Amazing Stories. Und ich kann es verstehen. Ich glaube, wenn ich zu der Zeit gelebt hätte, hätte ich mir auch diese ganzen Science-Fiction-Krusch-Heftchen geholt. H.G. Wells, Jules Verne und Edgar Allan Poe. Ja, das ist doch ein Sortiment. Hier. Was ist da? Was steht da drauf? The Devil Plant. September 1928. 25 Cent. 25 Cent waren damals sau viel, oder? Nee. Irgendwie kann ich, glaube ich, direkt auf die Karte. Ah, gedrückt halten. Okay, Jeremy Hartwoods Zimmer ist noch rot. Aber ich glaube, da steht nur so eine Kiste, für die ich einfach keinen Schlüssel finde, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ach, ich habe den Kofferschlüssel. Nice. Ich weiß nicht, woher. Und jetzt haben wir die Barrel-Linse. Irgendwo war ein Teleskop, ja, eine Linse, die an Amateurteleskope angebracht werden kann. Das ist die Linse für ein Teleskop. Ja. Warum sollte er die hier wegschließen? Aber ich weiß nicht mehr, wo das Teleskop war. Jeremy hatte einen Weg nach Taroyea gefunden. Hören wir uns das mal an. Aber es war ihm nicht gestattet, dorthin zu gehen. Tief in seinem Innersten wusste er, dass es für ihn unmöglich war, die Schwelle zu überschreiten. Stattdessen hoffte er, dass Kerosi an seiner Stelle gehen und seine Bibliothek niederbrennen würde, damit er von vorne anfangen konnte. Aber sie hatte nie die Chance dazu. Kerosi hatte ihre eigenen Probleme, ihre eigenen Dämonen. Und eines Tages starb sie plötzlich und ohne Vorwarnung. Als sie die Linse des Teleskops in ihrer Hand hielt, hatte Emily einen Verdacht, was sie sein könnte. Zumindest ein Teil des Schlüssels zu dem Paradies, das Jeremy so verzweifelt sehen wollte. Sie war neugierig, was sie dort finden mochte, und fühlte den Drang, die Linse so bald als möglich einzusetzen. Aber wo, wissen wir immer noch nicht. Alexa, wie viel waren 25 Cent 1930 wert? 44,3 Millionen Cent sind ungefähr 44 Cent. Nee, die hat mir gerade irgendeinen Quatsch erzählt. Okay, ich glaube, die hat gerade irgendwie Euro-Cent in amerikanische Cent umgewandelt. So wichtig ist es mir auch wieder nicht. Ne, Alexa-Fragen war das höchste der Anstrengungen, die ich dafür jetzt irgendwie in Kauf nehme. Ich gucke jetzt einfach in alle roten Räume. Wenn wir in alle roten Räume... Oh. Es fehlt noch etwas. Es fehlt noch etwas. Malerspachtel. Malspachtel einsetzen. Schade. Dann, okay, dann gehe ich mal noch in Cassandras Zimmer. Sollte man mit den Namen irgendwas in Verbindung bringen? Das ist wirklich in solchen Spielen immer problematisch für mich, weil ich habe ein sehr schlechtes Namensgedächtnis. Ich kann Namen meistens nicht zuordnen. Dann heißt es immer, hier, Kevin hat das und das getan. Und dann soll mir das irgendwas sagen. Und ich habe irgendwann vor 15 Stunden mal mit irgendeinem Charakter geredet, der eventuell so geheißen hat. Was weiß denn ich? Oder habe was über ihn gelesen. Was weiß denn ich? Margrave Liniment. Das sind so viele alte Worte, die ich nicht kenne. Eines von mehreren Medikamenten, die der Autorin Cassandra... Das Spiel schafft es, dass ich mich echt dumm fühle, weil ich nichts verstehe. Wie die Dinge heißen. Margrave Liniment. Ich weiß, ist das... Was ist das? Naja. Diese spezielle Flasche erhält eine Tinktur zur Schmerzlinderung.
vierte Version des beliebten Rezepts der Firma verkauft wird. Okay. Ihre Medikamente. Miss Bogart, heute habe ich Ihre Medizin beim Postamt abgeholt. Wie Sie wissen, muss sie zu Ihrer eigenen Sicherheit von den Pflegekräften verabreicht werden. Ich habe die Kiste fürs Erste in Lottis Zimmer gestellt und ich bin sicher, sie wird sie so bald wie möglich aufsuchen. Mr. Waits. Mr. Waits, na dann. Gut, dann haben wir jetzt ihre Schmerzmittel geklaut. Die wird sich freuen, aber warum nicht? Schmerzmittel kann man immer brauchen. Das schütten wir gleich in unsere Schnapsmischflasche. Kommt alles rein in die gute Buddel. Okay, dann sind wir tatsächlich auf dem Stockwerk jetzt erstmal fertig. Dann gehen wir jetzt mal in der Galerie nach unten. Warte mal, lösbar. Ah, okay. Dann gehen wir einfach in den Empfangsraum jetzt. T-Bone! Dankeschön für 100 wunderschöne Bits. Mit den Statuen passiert auch mal noch was, ne? Irgendwann komme ich da hoch und dann sind sie lebendig oder verschwunden oder stehen anders. Ich könnte nicht mal sagen, ob die jedes Mal anders stehen, wenn wir da hochgehen. Ich fände es cool, irgendwie. Das englische Wort gay hatte früher auch eine andere Bedeutung. Ja, ja, das heißt ja im Grunde eigentlich nur fröhlich. Unsere Buddel ist voll. Warte mal, ich muss durch die Bibliothek. Okay. Ich höre gerade gruselige Windgeräusche irgendwie. Moment, jetzt laufe ich aber wieder ganz falsch. Nee, komm, reiß dich zusammen jetzt. Ich rede mit mir selber. Da ist die Bibliothek. Dankeschön. Ha. Hallo, Marcel. Alone in the Dark Gate. Oh, ich höre wirklich gruselige Geräusche. Das Spiel macht gerade gruselige Geräusche. Jetzt setzt Musik ein. Warum? Und jetzt war die Kamera gerade so komisch verschwommen. Was passiert hier? Aber jetzt setzen wir mal die Linse ein. Und fokussieren das irgendwie nochmal. Ne? Auf was soll ich denn bitte fokussieren? Das wird nicht schärfer. Näher ran kann ich nicht. Ich habe auch nur einen... Where's everyone going? Bingo? Ich habe auch nur einen sehr kleinen Bewegungsrahmen. Boah, wisst ihr, es ist so witzig. Wisst ihr, wofür ich jetzt quasi... Man hört manchmal so Musik. Das letzte Resident Evil Video vom letzten Stream, das konnte nicht monetarisiert werden. Also da muss ich noch was rausschneiden. Wegen dem Titanic-Lied, das so schlecht mit der Flöte gespielt wird. Kennt ihr das Meme? Dieses schlecht gespielte Titanic-Lied. Das wird urheberrechtlich anscheinend geschützt von der Firma, der die Titanic-Musikrechte gehören. Dieses absichtlich schlechte Flötencover. WTF. Okay, ich verstehe überhaupt nicht, was ich hier mache. Ab und zu höre ich kurz Musik, aber... Nee. Ah, doch, kann ich! Just Smithy, du hast recht. Ich kann mit links, rechts nochmal ein bisschen was verändern. Das geht nur so langsam. Ich muss da so lange gedrückt halten. Ich hatte das nämlich sogar schon mal versucht und da ist nichts passiert. Okay, warte mal. So, und jetzt wieder ein bisschen rauszoomen, damit die drei... Und jetzt haben wir es. Und dann... Oh. Oh, oh. Ich befürchte, jetzt kommen wir in die nächste Albtraumwelt. Da haben wir es. Now here's a weird fucking door. Ja, das stimmt. Das Teleskop war eine ziemlich weird fucking door. Finde ich auch. Ist
Jetzt sitzen hier Steinstatuen von den Los Illuminados. Gloria las Plaga! Gloria las Plaga! Oh nein! Nee, Gott sei Dank, es ist kein Schieberätsel. Weil sonst hätte ich gesagt, hey Leute, die nächsten 2 Stunden werden wir jetzt hier random Sachen durch die Gegend schieben, bis ich mal zufällig rausfinde, wie das hier funktioniert. Aber das Spiel hat wirklich sehr leichte Rätsel. Die dürften meiner Meinung nach sogar noch mal einen Tick schwerer sein. Und das sage ich jetzt und wahrscheinlich werde ich jetzt hier ewig sitzen, weil es doch nicht so leicht ist, wie ich denke. Aber bis jetzt waren die Rätsel, finde ich, tatsächlich schon ziemlich leicht. Guck, 941, ich schreib's mir auf. Schnell. Ach so, muss ich gar nicht. Oder wie? Moment, was passiert hier? Es gibt von alleine die Zahlen ein? Okay, toll. Also, wo ist das? Nicht mal das muss ich mehr machen. Da müssen wir, da sind wir wieder bei den sehr leichten Rätseln, ne? Ist schon lustig. Jetzt lösen die sich schon selber. Sie war auch verwirrt, ne? Finde ich lustig. Sie war auch so, okay, dann löst sich das Rätsel jetzt von alleine. Schön. Okay, wo zur Hölle ist ein Kamin in dem Haus? Aha, ein Kamin, gleich im Nebenraum. Es ist schon ein bisschen lustig. Ah, die Schrotflinte. Das wird noch nützlich werden. Oh, das wird nützlich werden. Yes. Kein Zombie-Spiel ohne Schrotflinte. Die nächsten 2 Gegner, die kommen. Oder der nächste Gegner, wenn er viel aushält. Bam! 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 Das wird cool. So, ich befürchte, die haben wir jetzt nicht ohne Grund bekommen, ne? Wahrscheinlich... Ich speichere mal kurz. Wahrscheinlich, nehme ich mal an. Werden wir gleich irgendwas, ne? Hier so begegnungstechnisch erleben. So, wo gehen wir jetzt hin? Was sagt denn unser Ziel? Hatte dieser Traum von Taroea keinen Haken? War dies ein Ort der Ruhe und der Geborgenheit? Der Talisman hat angezeigt, dass sich das Porträt im Speisezimmer öffnen wird. Was ist? Wirklich? Das Porträt im Speisezimmer? Ich verstehe es auch nicht. Wo ist denn das Speisezimmer? Dann gehen wir da halt mal hin. Ich bin im kleinen Salon. WC, Treppenhaus, Empfang. Es gibt kein Speisezimmer. Esszimmer. Meint ihr Esszimmer? Wahrscheinlich ist Esszimmer Speisezimmer. Ich finde es nur verwirrend, dass die unterschiedlich heißen. Es ist versperrt. Oh. Ich bin hier jetzt eingesperrt. Ah! Das war irgendwie cool. Yeah! Leider ist sie jetzt schon wieder leer. Aber das war's wert. That escalated quickly. Es gibt einfach mehrere... Oh, eine rote Spitzhacke. Cool. Es gibt einfach mehrere Kamine. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich war beim falschen Kamin tatsächlich. Ich habe die Schrotflinte nur rein zufällig gefunden. Also gemerkt, dass da offen ist. Das war gerade ein schöner Wechsel zwischen den Welten. Ich fand es fast ein bisschen unheimlich. Schubflinte laden. Bam. Schubflinten sind schon lustige Waffen. Eine gute Schrotflinte, ne? Manche Videospiele haben echt scheiß Schrotflinten. Keine Reichweite, kein Schaden, wirklich so Nahkampfwaffen. Das finde ich immer schade. Aber eine gute Schrotflinte gehört schon zu meinen Lieblingswaffen in Videospielen. Soll ich wirklich meine epische Schaufel gegen die Spitzhacke tauschen? Ich schätze, es ist eine gute Idee. Oh,
Das war's schon. Ich bin wieder in der echten Welt. Na gut, stecken wir die Schrotflinte lieber weg. Wir wollen hier niemanden erschrecken. Ich glaube, die Leute, weißt du, kommt nicht so gut, wenn wir in einem fremden Haus okay, unterwegs sind. Das war gar nicht so schlimm. Die Leute kennen uns nicht. Wir haben eine Schrotflinte in der Hand und reden irgendwas von Monstern und so. Ich glaube, das ist nicht so gut. Warum war ich jetzt in dieser Welt? Habe ich irgendwas gefunden dadurch? Eigentlich nicht, oder? Talisman, immer noch im Speisesaal. Ja, okay. Dann schauen wir mal. Aber ich komme gar nicht ins Esszimmer. Ich wüsste nicht, wie wir da hinkommen. Hallo, William. Genau, das ist der erste Durchgang. Ja, weiß ich jetzt nicht. Wintergarten, Kesselraum, Küche. Die sind alle noch rot, ne? Da könnte man auch noch was machen. Ja, cool, dass du da bist. Also ins Esszimmer komme ich jetzt nicht. Ich weiß auch, es gibt auch noch, warte mal, wie heißt es genau? Das Speisezimmer. Ja, wahrscheinlich meinen die schon das Esszimmer. Ich könnte versuchen, ob ich... Nee, in den großen Saal komme ich auch nicht. Was ist denn das für ein Treppenhaus? Da komme ich auch nicht hin. Moment mal. Ich bin noch nie die Treppe hochgegangen. Es klemmt. Aha! Malspachtel! Attacke! It's super effective. Es hat geklappt. Der Malspachtel hat... der Türklotz hat keine Chance gegen die Macht meines Malspachtels. Cool, cool. Es ist 5:45. Es wäre cool, wenn die echt... Moment mal. Geht die in Echtzeit? Ich glaube, die könnte in Echtzeit gehen. Jetzt muss ich warten, ob 45, ob die eine Minute weiterspringt. Das ist ein kleines Gimmick, das ich voll geil fände. Ja, die geht in Echtzeit. Ich kann in dem Spiel die echte Uhrzeit mir angucken. Nice. Das sind so Kleinigkeiten, die können mich begeistern. Jetzt würde ich gern eine Viertelstunde vor der Uhr stehen und gucken, ob es wirklich... Nee, aber das ist eindeutig jetzt. Eindeutig ist das jetzt weitergesprungen. Finde ich schön. Nee, das ist kein Single-Use-Malspachtel. Das ist ein Multi-Use-Malspachtel. Wir kommen noch öfter an Uhren vorbei. Das werde ich kontrollieren. Und dann wäre es richtig cool. Oh, dann wäre es richtig cool, wenn die Uhren in der Traumwelt komplett... unrealistische Zeiten anzeigen und zu viel Zeiger und so weiter haben, wie es wirklich in Träumen ist. Oh, das wäre, dann wäre ich begeistert. Das gibt einen Pluspunkt. Das gäbe einen dicken Pluspunkt für das Spiel. Oh, guck mal. Brot. Guckt, das meine ich mit. Yay! Peak unterstrich ist jetzt ein Birdrider. Peak, das ist interessant. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie man es ausspricht. Pequa? Danke auf jeden Fall für deinen Sub. Freut mich riesig im zweiten Monat. Aber das ist wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, guck da, habe ich wieder das Gefühl, ich bin zu dämlich für das Spiel. Weil ich weiß nicht, was da steht. Da steht Bagnet. Ich schätze mal, es gibt Gebäck. Sorten, die Bagnet heißen, wahrscheinlich französisch, und drunter steht Lagniappe. Was ist eine Lagniappe? Was ist ein Bagnet? Was steht da? Was steht da auf diesem Bildschirm? Ich kann öffnen und zurückdrücken. Und ich weiß nicht, warum ich das Brot öffnen sollte. Ich meine natürlich das Bagnet. Oje, oje. So. Das Baguette, Baguette der Lagiapte oder so, haben wir gefunden. Cool. Aber es ist nicht gerade 18:45 Uhr. Doch, natürlich ist es 18:45 Uhr.
oder geht jetzt, wo, ich weiß nicht, wo du bist, aber wenn mein Rechner noch mit dem Internet verbunden ist und niemand meine Uhr umgestellt hat, dann ist es jetzt 18, also war es vorher 18.45 Uhr. Okay. Jetzt schaue ich nochmal kurz auf die Uhr. Ach so, ich bin jetzt hier. Ich verstehe. Also bei mir ist es 18.47 Uhr. Ja genau, jetzt schon. Aber war auf der Uhr nicht 17.45 Uhr? Da war ich mir ehrlich gesagt eben auch nicht sicher, weil der Zeiger... Aber ich glaube, das war schon richtig. Aber könnte man tatsächlich so oder so sehen. Der Zeiger war nämlich so ziemlich exakt, würde ich sagen, auf 6. Also Google Translate sagt ein Bagnet Lagniappe auf Deutsch Lagniappe Donut. Okay, wir kommen der Sache näher. Wenn der Stundenzeiger nur zur vollen Stunde springt. Genau, das ist meine Theorie. Ja, guck, der steht nämlich genau auf der 6. Nicht kurz davor, sondern genau auf der 6. Oh, ich würde jetzt so gern 10 Minuten, 12 Minuten hier stehen bleiben. Ohne Witz. Ich würde jetzt... Machen wir mal noch schnell 10 Minuten irgendwas in der unmittelbaren Nähe von dieser Uhr. Ich will nicht zu weit weglaufen. Ich gucke jetzt mal, ob wir ins Treppenhaus gehen können von hier. Aber dann will ich zurück zur Uhr. Ich will sehen, wie die eine Stunde weiterspringt. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht in irgendeine andere Welt gesaugt, wenn ich da reingehe. Okay. Ach so, ich schätze, das ist gar nicht so weird, ne? So werden Betten halt die Treppe hochgebracht. Ich habe mir gerade gedacht, seltsame Dekoration und so, aber gut. Ja, ich traue mich jetzt auch nicht. Wir warten jetzt bei der Uhr, Leute. Es ist mir jetzt wurscht. Ich will das jetzt sehen. Ich traue mich jetzt auch echt nicht, die Treppe hoch oder runter zu gehen. Wir spielen jetzt den Clockwatch Simulator. Alexa, erinnere mich um 18.59 Uhr an Uhr. Alexa, lauter. Alexa, noch lauter. Alexa, mehr Energie. Energie ist eine physikalische Größe. Alexa, aus. Okay. 10 Minuten. Wenn ich in 10 Minuten, wenn man sich die großen Städte anschaut, Heathrow, London, Heathrow, dann ist man in 10 Minuten quasi locker, finden Sie da Ihr Terminal. Sie steigen quasi in den Bahnhof ein, in 10 Minuten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Stoiber. Stoibers gestammelte Werke. Ein großer Redner war das. Da ist der bayerischen Politik ein großer Redner verloren gegangen. Kann man also indirekt sagen, dass Lagniappe so viel wie Bonus bedeutet? Vielleicht. Lagniappe soll wohl etwas Kleines, Kostenloses extra sein. Aha, okay. Ein Bonus-Donut. Wir haben quasi einen Bonus-Donut gefunden. Humer wird sich freuen. Stoiber war unbesiegbar. Ein Bonus-Schmalz, ein Schmalzkringel, genau. Einen Bonus, einen extra Schmalzkringel. Zusatzschmalzkringel. Hey Chris, was geht? Wir schauen gerade jetzt noch 9 Minuten der Uhr zu. Wunder dich nicht. Wie findest du das Game bis jetzt? Bin gestern mit meinem Edward-Run durch und ich habe es geliebt. Ich habe sehr gemischte Gefühle. Ich finde das Gameplay und den Kampf leider nervig. Ich spiele es jetzt auf leicht. Dadurch kann ich das so ein bisschen ausblenden. Das Hotel erkunden, die Rätsel und auch so dieser Wechsel der Welten, das gefällt mir. Das Konzept gefällt mir. Ich habe am Anfang schon gesagt, ich hätte gern einen zweiten Teil von dem Spiel, der das alles besser macht und ein bisschen schöner macht. Das wäre großartig. Aber ob es den geben wird, weiß man nicht, weil aufgrund der super schlechten Bewertungen, die das Spiel, finde ich voll zu Unrecht. Also das wurde definitiv zu streng bewertet. Schauen wir mal, wenn ich durch bin und so weiter, vielleicht wird es noch super nervig und schlecht, aber bis jetzt muss ich sagen, das ist ungerechtfertigt. Ich gucke mal schnell auf Metacritic.
Alone in the Dark. 64% Metascore. Das ist absolut nicht gerechtfertigt für das Spiel. Absolut nicht. Ich würde einen 70er Durchschnitt verstehen, den kann ich nachvollziehen. Aber 64, das sind schon echte Schrottspiele, die unter 70 landen. Die User Score ist 7,8. Das, ja, das lasse ich mir eingehen. Gucken wir mal, ob sich meine Meinung noch ändert, aber ich verstehe nicht, wie man dem Spiel so eine schlechte Wertung geben kann. Finde ich wirklich uncool. Was waren denn das für Magazine? Spazio Games, wer kennt's nicht? Carole Quintain, CD Action, CG Magazin, Gaming Trend, God is a Geek. Ja, das sind so die 70er-Wertungen hier. Das ist ja noch voll in Ordnung. Wo sind denn? Wer hat denn das so super schlecht bewertet? Wo sind denn die schlechten Bewertungen? Ich habe 90er-Wertungen gesehen und alles gerade. Ah, hier haben wir es. The Guardian. The Guardian gibt dem 20. Game Rant 30. Eurogamer Portugal 40. Nee, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Eurogamer auch eine 40. GameSpot 40. Ha, nee. Wirklich, das ist keine 40. Können die vergessen. Nehme ich den nicht ab. Der Test wird nochmal geschrieben. Der liegt bis Montag auf meinem Schreibtisch. Und dann will ich da mindestens eine 7 sehen davor. Nee, komm, also wirklich, dem Spiel 30 von 100 geben. Come on. Weißt du, keine Ahnung, in einem sinnvollen, fairen Wertungssystem, ne, wo eine 5 bedeutet, das Spiel ist Durchschnitt, lasse ich mit mir reden, dass das eine 4 ist, dass man sagt, naja, es ist leicht unterdurchschnittlich. Aber so funktioniert im Videospielkosmos der Bewertungsrahmen nicht. Der ist kaputt. Im Videospielkosmos ist eine 7 echt schlecht und 80 ist ein durchschnittliches Spiel. Ne? 90 ist gut, 80 ist mittel und 70 ist schlecht. Und alles drunter ist Müll. Und das ist kein Müll. Das ist kein Müll. Auf einer Skala von 0 bis 10 bekommt es von mir ein Fragezeichen, weil ich es selber spielen will, aber kein Geld dafür habe. Das landet bestimmt bald im Sale, glaube ich, kann ich mir vorstellen. Ich habe es noch nicht lang genug gespielt, dass ich dem jetzt irgendwie eine Zahl draufdrücken könnte. Aber wie schon gesagt, ein 7 dürfte es schon sein. Aber der Kampf ist leider nerviger. Ja, 70 würde ich auch mitgehen. Aber bei mir haben die Vibes des Horrors gefallen, die hier drinnen sind. Und Ocarina of Time hat eine Wertung von ca. 95. Auf Metacritic ist Ocarina of Time sogar das am besten bewertete Spiel aller Zeiten mit 99, glaube ich. Ich glaube, es ist wirklich das einzige Spiel, das jemals eine 99 in der Metacritic geschafft hat. Und ich stimme dem zu. Da gehe ich mit. Ocarina of Time ist das beste Spiel aller Zeiten. Heute nicht mehr, ne? Im direkten Vergleich finde ich das heute nicht mehr irgendwie. Aber man muss sich vorstellen, wie 3D-Spiele, Third-Person-3D-Spiele zu der Zeit eigentlich aussahen und gespielt wurden. Und dafür war das unglaublich revolutionär und wegweisend. Bis heute im Grunde hat das Maßstäbe gesetzt. Und das war schon crazy. Also da gehe ich mit, dass das das bedeutendste, oder eines, ja, ich bin auch ein Fanboy, aber dass das eines der bedeutendsten Spiele ever ist, das würde ich schon sagen. Oder wegweisendsten. Ob es jetzt das weiße Beste aller Zeiten, das ist natürlich immer Quatsch, aber ja, 99. Wer hat denn da bitte nicht 100 gegeben? Was ist denn da los? Unverschämtheit. Na gut, wir haben noch 4 Minuten. Wir haben noch 4 Minuten. Hi, Propaganda Panda. Der Kampf ist schon etwas nervig gewesen, aber ansonsten mochte ich es. Hat einen schönen Horror, den du sicherlich auch noch lieben wirst. Schade ist, dass sich die Runs nicht so sehr unterscheiden, ja. Sich aber trotzdem lohnt, da man verschiedene Dinge erfährt. Ja, das wäre noch so ein bisschen für mich so ein i-Tüpfelchen gewesen, ne? Das hätte, glaube ich, auch meine Sicht auf das Spiel nochmal deutlich positiver gefärbt,
wenn die beiden Stories schön ineinander passen würden, wie damals beim Original Resident Evil 2 Run A und Run B quasi. Dass wirklich die beiden ihre ganz eigenen Geschichten haben, die so Hand in Hand gehen, das hätte ich richtig, richtig cool gefunden. Aber scheinbar ist es so, dass die zwar teilweise so ihre eigenen Kapitel haben, die anderen nicht haben, aber ansonsten, oder die Cutscenes anders sind, aber ansonsten ist es schon im Großen und Ganzen das Gleiche. Klingt wie das Resident Evil 2 Remake, ja. Ocarina of Time war vielleicht nicht so brutal geil, wie es bewertet ist, aber es ist ein gutes Spiel und damals war es ein genialer Schritt und hat viel richtig gemacht, was später etabliert hatte. Ja, das war damals schon absolut, absolut. Also das war auch brutal geil damals. Aber ich finde es heute nicht mehr so brutal geil, weil halt auf Basis dessen mittlerweile gab es viele Fortschritte. Es wird nie ein Spiel geben, das 100% bekommt. Ich meine, wenn man es wirklich objektiv betrachtet, ist es natürlich relativ unmöglich. Andererseits, wenn man es objektiv betrachtet, kommt, weißt du, es ist mit diesen Wertungen immer so eine Sache. Wie bewertet man denn und was bewertet man denn? Wenn du jetzt sagst, hey, weiß ich nicht, Balatro möchte gerne ein Karten-Deckbilder-Roguelike mit Pokerkarten sein. Und dann spielt man das und denkt sich, okay, das ist ein ziemlich perfektes Deckbilder-Roguelike-Karten-Poker-Kartenspiel. Oh, wir haben es gleich. Alexa aus. Gibt man dem dann eine 100, könnte man argumentieren, ne? Okay, Achtung, guckt auf den großen Zeiger unten. Der große Zeiger, der unten auf der 6 steht, der müsste jetzt gleich einen Riesensprung auf die 7 machen. In einer Minute. Ich habe keinen Countdown, ich habe keine Ahnung, aber es müsste jeden Moment soweit sein. So eine halbe Minute oder so. Ich weiß nicht genau. Wenn jetzt der, weißt du, wenn der Stundenzeiger sich auch noch so fein bewegen würde, das wäre natürlich der Hammer, aber ich bin schon happy, wenn er springt. Achtung, es ist gleich 19 Uhr in Real Life. Wird es auch 19 Uhr in Alone in the Dark sein? Warte mal. Nee, okay, ich dachte kurz, der gruselige Wind, den ich da und höre, weh den echt in real life. Achtung. Oh, wir haben's. Es ist 7. Der Zeiger ist von 6 auf 7 gesprungen. Um Punkt 19 Uhr. Alone in the Dark hat offiziell funktionierende Uhren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben den Videobeweis. Alone in the Dark hat Echtzeit funktionierende Uhren in der Zeitzone der Konsole, nehme ich an. Hurra! Macht den Sekt auf, Leute. Yay! Okay. Puh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich freue mich. Das war für mich das wahre Secret Ending. Ich habe alles gesehen jetzt. T-Bone, Dankeschön für die 40 Bits. Oh, nochmal danke, T-Bone. Für die nochmal 40 Bits. Oh, was höre ich denn hier schon wieder für Geräusche? Können wir leider nicht rein. Das war gruselig mit der Uhr, findest du? Ich weiß nicht, ob ich es gruselig nennen würde. Ich fand es eigentlich ziemlich cool sogar. Muss ich echt sagen. Das ist ein super schönes kleines Detail. Das mag ich sehr gerne. Aber was bedeutet das? Heißt das, Alone in the Dark spielt jetzt? Ich brauche den Schlüssel. Aber spielt doch in den 1930ern. Was soll ich daraus jetzt... Was ist das für eine Information, die mir das Spiel damit geben will? Ich weiß es noch nicht. Muss man interpretieren. Unterrichten Sie auch Klavier? Ja, genau. Sie sind Kindermädchen. Haben Sie diesen zuckersüßen Casano-Kindern Klavier beigebracht? Woher weißt du davon? Nur weil erwachsene Kinder nicht bemerken, heißt das nicht, dass wir euch ignorieren. Ja,
Ich habe es ihnen beigebracht. Und sind sie gut darin? Nicht so gut, um ein kaputtes zu spielen. Es fiel vom Dachboden, hat die halbe Decke eingerissen. Das war Jeremys Schuld, nicht wahr? Niemand weiß, was passiert ist. Aber sie liegen nicht falsch. Was machst du da? Was hat sie gemacht? Ich habe gerade nicht hingeguckt. Ich gehe dann jetzt. Man sieht sich. Hat sie uns in den Arsch gekniffen oder was? Was war? Haben wir eine Spritze bekommen oder? Ich habe es wirklich gerade nicht gecheckt. Aha, da liegt eine Spritze am Boden. Wahrscheinlich haben wir die gerade abbekommen, ne? Spritze. Lagniappe. Aber wenigstens kenne ich das Wort Spritze. Ah, aber ich bin gespannt, was dieses Set, dieses Lagniappe-Set, besteht aus einem Schmalzkringel, der alles andere ist als ein Schmalzkringel, einer Spritze und noch irgendwas. Wie passt das zusammen? Eine große Depression, weil während der großen Depression gab es wenig Brot, wenig Medizin und viereckige Dinger. Vielleicht so. Vielleicht so. Last hier. Die Sichelmondstadt. Naja, okay. Gucken wir mal. Ich habe noch was gesehen. Genau hier. Gift. Gift gegeben. Irgendwas indiziert in den Hintern. Hm. Oh, wir haben den Medizinkistenschlüssel. Ist das jetzt so eine Rebecca-Schlangenpassage, dass ich jetzt vergiftet bin und jetzt muss ich schnell zum Giftschrank laufen? Zum Medizinschrank, zum Antigiftschrank? Ich glaube, in den 1930ern war der Medizinschrank wirklich noch der Giftschrank, ne? Ich glaube, das war noch so eine Zeit, wo man in der Regel besser dran war, wenn man keine ärztliche Versorgung hatte. Ich glaube, da waren die Überlebenschancen höher, wenn man keinen Arzt im Haus hatte. Ja, sie wirken ziemlich schwach. Ich nehme ihnen mal 100 Liter Blut ab, damit die Säfte wieder im Haushalt, im ausgeglichenen Maße vorhanden sind. So waren die drauf. Ja, leider ist er immer schwächer geworden und gestorben. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich habe ihm so viel Blut abgenommen eigentlich, ne? Hätte er wieder ins Gleichgewicht kommen müssen. Über die Allgegenwärtigkeit des Bösen. Die Allgegenwärtigkeit des Bösen. Dort findet sich Tugend und Fahrlässigkeit. Gedanken voll lichter Gleichgültigkeit. Doch suche die Schuld nicht bei Urzeitgetier, das einst wir waren. Nein, suche sie hier. Auch nicht bei den Bösen, die Sünden begehen. Ihr seid nun jene, die grinsend dort stehen. Bedeutungslos ist, was wir Gutes tun, worauf unser Stolz und Hoffnungen ruhen. Einsam und lichtlos, das Truglicht ist Schein. Propheten des Stolzes stürzen, allein. Hört mich und wisset, gezeichnet sind wir. Allein in der Finsternis. Alone in the dark. Aha. Ja. Resident Evil 4 Assisted S Plus erledigt. Sehr cool. Das ist ein gutes Training. Wenn du das auf Assisted schaffst, dann ist es tatsächlich auf den höheren Schwierigkeitsgraden nicht sehr viel schwerer. Vor allem natürlich, ne? Schwierigkeitsgrad für Schwierigkeitsgrad schaltet man ja coole Bonus-Items frei. Ich habe da eh mal ein Video dazu gemacht. Das ist alles machbar. Du musst nur an dich glauben, T-Bone. Und ich habe ein bisschen Angst, da reinzugehen. Auf den höheren Schwierigkeitsgraden werden die Gegner aggressiver. Das heißt, das Ausweichen ist ein bisschen schwerer. Da kann man sich leider nicht drauf verlassen, auf die Laufwege, die man sich da auf den leichten Schwierigkeitsgraden angewöhnt hat. Aber ansonsten geht das.
Kapitel 3. Aha, Cutscene. Jetzt kommt Standard, dein Video ist Gold wert gewesen. Sie hätte nicht kommen sollen, Emily. Sie wissen meinen Namen? Kennen wir uns? Das könnte man sagen. Als die Manifestation von Jeremys tiefstem Verlangen, bin ich Ihnen nicht bekannt. Aber ich weiß von Ihnen. Sind Sie Jeremy? Wollen Sie das sagen? Ich bin nur seine unbewussten Gedanken. Ich kann nicht gänzlich für ihn sprechen. Warum haben Sie einen spanischen Akzent? Und wo sind wir hier? Ist das Tarroea? Dies ist wirklich der legendäre Konvent von Tarroea. Okay, bin ich gespannt, Chris. Wo Jeremy während seiner Sitzungen mit Dr. Gray Zuflucht sucht. Also alles Einbildung. Beruhend auf Gelesenem und Gesehenem. Und dazu gehören Sie? Ja. Mein Name ist Juan Luis Jorge. Jeremy las einst ein Buch von mir. Es prägte ihn. Helfen Sie mir, den Pakt des Schattenmanns zu brechen, um hier wegzugehen? Jeremy will das nicht. Er will sein Versprechen an den Schattenmann halten. Warum? Was bringt das? Ich verstehe nicht, was der Pakt soll. Die Menschen von Drefeto rufen eine böse Präsenz in diese Welt. Ihr Onkel gab dem Schattenmann seine Seele, um den Schaden einzugrenzen. Was? Nein, das ergibt keinen Sinn. Der Pakt erfüllt sich im Morgengrauen. Wenn die Sonne dämmert, wird Jeremy für immer im versunkenen Wüstentempel eingemauert. Wie versprochen, wird der Schattenmann das Böse in der Feto eindämmen und aushungern. Und die Patienten und das Personal? Sie werden keine Chance haben. Das darf nicht geschehen. Wie konnte Jeremy zustimmen? Aus Verzweiflung natürlich. Jeremy wurde nicht leichtfertig zum Märtyrer. Aber noch ist nichts verloren. Ich bin sicher, ich kann den Pakt brechen und Jeremy retten. Und hoffentlich auch alle in Dorsedo. Was ist dieses Böse überhaupt? Ich weiß nicht viel. Ich glaube, ein Albtraumwesen aus dem Bayou. Darum muss ich mich später kümmern. Erst muss ich Jeremy vor dem Pakt bewahren. Was? Keine Widerrede mehr? Nein, Sie sind eine Inspiration, Miss Emily. Jeremys Gefühle mal beiseite. Müsste ich sagen, dass Sie recht haben. Wirklich? Vielleicht können Sie den alten Mann vor sich selbst retten. Ich denke, Sie sollten in die Konventsbibliothek gehen, um die Wahrheit über Jeremy und den Schattenmann herauszubekommen. Okay. Sie sollten wissen, dass Sie dort nicht allein sein werden. Der Schattenmann studiert all diese Bücher seit Jahren. Er ist hier? Sie müssen sehr gut aufpassen. Natürlich. Ich passe auf. Viel Glück, Miss Emily. Der Schattenmann ist hier. Da bin ich mal gespannt. Okay. Klassi, hast du aber schon gesehen, dass ich letzte Woche erst ein Fallout-Video hochgeladen habe, ne? Weil du danach fragst, wann wieder Fallout kommt. Letzten Freitag. Diese Woche gibt es kein Fallout-Video. Aber ich werde in Zukunft versuchen, mindestens 14-tägig wieder Fallout-Videos zu machen. Und wenn die Serie kommt, natürlich wahrscheinlich auch noch öfter. Schauen wir mal. Was ist der Schattenmann? Wissen Sie das? Die schwarze Sonne. Der Jäger zwischen den Sternen. Das kriechende Chaos. Nein. Weder ich noch Jeremy wissen, was er wirklich ist. Cthulhu. Ich mache mir Sorgen, dass es so anfängt. Dass dies einfach der Wahnsinn ist, der mich packt. Tut mir leid. Ich kann keine überzeugende Antwort geben, die Ihre Zweifel zerstreuen würde. Nun, ich habe es lange genug vor mir hergeschoben. Passen Sie auf sich auf, Juan. Sie ebenfalls, Miss Emily. Ich drücke die Daumen und hoffe aufs Beste. Also jetzt passt auf. Juan hier ist eine Traumgestalt von unserem Onkelkerl, ne? Den wir suchen. Das heißt, er ist ein Teil von der Psyche von unserem Onkel, der sich hier manifestiert und mit dem wir reden. Wir reden mit einem Teil von unserem Onkel. Und wenn der sagt, wir sollen unseren Onkel ruhig aufhalten, dann will unser Onkel vielleicht selbst, dass er aufgehalten wird. Das würde ich jetzt so reininterpretieren.
Okay. Let's go. Haben wir eine Karte von dem Ort? Wahrscheinlich nicht. Nee. Das Sternengezücht. Genau. Das ist schon sehr, sehr katholisch hier, ne? Mit dem, der zwischen den Sternen rumkriecht, oder wie er gesagt hat. Er hat es ein bisschen schöner ausgedrückt, wie ich jetzt, aber basically war das seine Aussage. Der, der zwischen den Sternen rumkriechen tut, hat er gesagt, quasi. Ich hole mal lieber meine Schrubfrinte raus. Meine Schlotfrinte. Oh, guck mal, jetzt gehen wir hier durch den Schoß von dieser Engelsfrau. Ist das eine Metapher für eine Wiedergeburt? Bam. Durch einen Engel wiedergeboren. Ich habe ein bisschen Angst vor den Statuen. Ich habe Angst, dass die Weeping Angels sind. Du bist kein Weeping Angel, ne? Du bleibst schön da, wo du bist, wenn ich dich nicht angucke. Da fehlt etwas. Da fehlt etwas. Ein hohles Kreuz. Da leiden viele drunter. T-Bone, nochmals vielen, vielen Dank für die 100 Bits. Super nett von dir. Dankeschön. Hallo, schüttel ihm wenigstens die Hand. Das wäre nur höflich. Warum hat er da ein echtes Buch? Hä, das ist schon auch cool, so ein Bücherregal zu haben, oder? Man darf nicht viele Bücher besitzen oder braucht sehr viel Fläche, weil sonst ist es lächerlich. Aber so zur Dekoration in der Bibliothek so eine Statue, die ein Buch halten kann. So ein bisschen wie die Freiheitsstatue. Für ein sehr großes Buch, die Freiheitsstatue. Aber ich meine, so grundsätzlich ist das irgendwie, hat das was. Die große Bibliothek. Die große Bibliothek war endlos, wunderschön und fürchterlich. Eine ätherische Chronik des Universums, das sich im Kopf von Jeremy Hartwood befindet. Jetzt von einer Geschichte eines zwanghaften Lügners verseucht, die ihm aufgezwungen wurde. Es ist ein Übel, das von Wissenschaft und Heimlichtuerei heraufbeschworen wurde. Ich werde einen Raum dafür nutzen, die Grundfesten seines Charakters wegzusperren. Den Schlüssel gebe ich dem Bibliothekar. Er ist für den Streuner nicht sichtbar. Ich muss jetzt mal gucken, was ätherisch eigentlich genau bedeutet. Weil man kennt den Begriff von ätherischen Ölen und ich kenne den Äther, der laut alten Theorien so zwischen den Planeten im Universum rumschwubbelt. Aber was genau bedeutet ätherisch eigentlich? Ätherisch. Bedeutung? Ohne viel Substanz, sehr zart, eher vergeistigt als körperlich und veraltet, nicht von dieser Welt himmlisch. Aha, wahrscheinlich reden wir eher von dieser Bedeutung, von der alten, veralteten Bedeutung. Sinnverwandte Worte von ätherisch, der veralteten Version, himmlisch, klar, rein, sphärisch, überirdisch. Alles klar. Das heißt, wenn der von einer ätherischen Chronik des Universums redet, dann meint er damit eine übernatürliche, eine überirdische, außerirdische, himmlische. Sowas in der Richtung, nicht von dieser Welt. Gut, finde ich gut. Wieder was gelernt. Guckt. Gehen wir alle heute ein bisschen schlauer hier raus. Außer die, die es schon wussten. Wusstet ihr das schon? Ich hätte ätherisch irgendwie so ein bisschen schon mit so geisterhaftem Zeug in Verbindung gebracht. Aber jetzt nicht unbedingt mit direkt himmlisch oder übernatürlich.
Das ist eher so eine gefühlte Wortbedeutung hatte ich schon irgendwie, aber nicht so richtig greifbar. Das Buch der Freiheitsstatue soll über die Unabhängigkeit aber die Unabhängigkeitserklärung repräsentieren. Immerhin hat das Buch das Datum des 4.6.1776, also ein Datum der Unterzeichnung. Ja, okay. Mein Name ist Hase und ich weiß von nix. Der hat mich gerade erschrocken, war der... Hat sich der bewegt? Wahrscheinlich hat nur die Kamera kurz ein bisschen rumgewobbelt, oder? Ich werde schon ganz paranoid hier, weil ich weiß, dass hier irgendwo der böse Mann unterwegs ist. Wie heißt er? Der Schatten. Huberts Schlüssel. Sehr gut. Ah, Huberts Schlüssel. Den brauchen wir doch da unten. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Der Schattenmann. Oh, ich verliere Lebensenergie. Und wie? Schnell. Schnell einen Schluck aus der Flasche nehmen. WTF. Okay. Aber warte mal, ich darf den nicht angucken. Aber tut der mir was? Das hat mir Michael schon, ne, im Podcast erzählt. Hört der mich überhaupt noch? Das Spiel ist gerade so laut. Ich höre mich selber kaum. Oh, damn it. Hä? Will ich hier nach oben klettern? Möchte ich das? Ei, das ist aber ungünstig. Schnell, trink aus deiner Bottle. Wir sterben hier gleich. Uiuiuiui. Der greift uns zumindest nicht wirklich an, ne? Was habe ich gemacht? Was ist passiert? Ich check's nicht. Ah, Leiter, okay. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß nicht, warum das Spiel gerade so laut ist. Aber es hört bestimmt gleich auf. Es wird bestimmt gleich leiser. Okay. Wir haben es geschafft. Jetzt hört ihr mich wieder, oder? Ich habe mich selber nicht gehört. Meine Güte, schreibt mich der Schattenmann an mit seiner Musik, mit seinem Orchester, das ihm immer folgt. Okay, wow, wir sind fast tot. Und wir haben fast unseren ganzen Schnaps getrunken. Komm, nimm den letzten Schluck auch noch. Jetzt sind wir schnapslos. Aber ich glaube, der Schattenmann ist weg. Aber der hat irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, was der eigentlich wollte, weil irgendwie war der schon immer in unserer Nähe und hat sich rumteleportiert, aber ich bin ja einmal direkt an ihm vorbeigelaufen, ne? Und der hat mich ignoriert. Jetzt weiß ich nicht genau, was eigentlich hatte der, hat mich der überhaupt wahrgenommen? War ich dem komplett egal? War der nur zufällig immer in der Nähe? Oder was? Na bitte. Was genau, weiß ich nicht. Na bitte. Dann ignorieren wir jetzt einfach, dass der Schattenmann gerade noch irgendwie uns umgebracht hat, indem wir ihm angeguckt haben und lesen jetzt chillig. Mit der rastlosen Menge durch die Nacht zog. Okay. Er war eine Art reisender Künstler, der auf den Bühnen auftrat und große Furcht verbreitete.
Die New Orleans-Adresse des Auftritts ist verloren, aber ich erinnere mich daran, dass die Prax Shipping Company daran beteiligt war. Emily! Ach ja, den habe ich ja ganz vergessen. Der war ja auch noch hier. Verdammt! Wie erstaunt sie ist. Oh nein! Die Person, die mich vor 30 Sekunden noch verfolgt hat, ist hier. Damit konnte ich ja nicht rechnen. Sein Atem ersetzt den meinen. Sie hätte nicht kommen sollen, Emily. Naja, das war eine coole Passage eigentlich, ne? Fand ich ganz nett. Ist das nicht meine neue beste Freundin? Kommen Sie, trinken Sie was mit mir. Oh, Ruth? Oh, Miss Hartwood. Sagen Sie nicht, Sie haben sich ohne mich amüsiert. Ruth, was ist das für ein Ort? Wo sind wir? Waren Sie etwa noch nie im Maccabean Club? Gute Güte. Ehrlich, Miss Hartwood, sind Sie denn niemals abends ausgegangen? Sind wir in New Orleans? Oh, wer weiß denn das schon? Ich bin einfach in den großen Salon gegangen und plötzlich lande ich hier. Der große Salon? Komme ich von hier nach Dorsetto zurück? Wollen Sie das denn wirklich? Wir könnten hier bleiben und uns ein paar Drinks gönnen. Wie wäre ein Gin Fizz? Wenn das New Orleans ist, dann sollte ich vielleicht weiter. Und diesen Bühnenzauberer aus dem Buch finden. Aber es gab keine Adresse, nur Prax Shipping Company. Oh, geht es um den Ort, wo Jeremy den Schattenmann traf? Woher wissen Sie davon? Jeremy hat viel über den Schattenmann geredet. Ich war immer ein bisschen neidisch. Aber warum? Wenn ein allmächtiges Wesen an mir interessiert wäre, würde ich zumindest zuhören. Es hätte sicherlich einiges zu bieten. Das würden Sie nicht wollen, Ruth. Sie sind zu lieb für diese Finsternis. Oh, bitte. Halten Sie mich für so ein zartes Pflänzchen? Ich liebe die Finsternis. Sie steht mir recht gut. Kennen Sie vielleicht den Weg zum Prax Shipping Company Büro? Natürlich. Das ist doch direkt da drüben. Was ist passiert? Ich habe gerade nicht hingeguckt. Ich kann es dir nicht sagen. Sie hatten einfach Glück. Ich gucke immer in diesen kurzen Moment, wo was Wichtiges passiert, gucke ich immer nicht hin. Hey, wissen Sie, wo mein Onkel ist? Nein. Aber Sie sind nah dran. Wie lang ist denn das Spiel eigentlich? Wie viele Kapitel hat denn das? Ich muss jetzt mal kurz gucken. So. Alone in the Dark. How long to beat? Interessiert mich nur gerade. So grob. Zwischen 6 und 10 Stunden. Okay, dann werden wir heute wahrscheinlich gerade so nicht mehr fertig. Streichholzbriefchen. Ah, wir haben ein Set komplett. Die Sichelmondstadt. Okay. Und wir haben einen Schattenmann tritt ein Hinweis. Es war in einem heißen Herbst. Und das wieder so leise, ey. Das wieder so leise. Also, weißt du, wenn man so Spiele privat spielt, merkt man das gar nicht. Aber wenn man das irgendwie streamt oder so, wo man immer ein bisschen guckt, dass Audio gut eingestellt ist, fällt das so stark auf, wie schlecht das Spiel abgemischt ist. Gerade mit der deutschen Synchro. Aber jetzt versuche ich trotzdem mal zuzuhören, was der vorliest. Die mein Vater suchte, besonders wenn einem elektrische Tricksereien versprochen wurden. Ich mach mal ein bisschen lauter und mach mich stumm währenddessen, Achtung. Der Auftritt stattfand, ist verloren gegangen. Aber ich erinnere mich deutlich daran, dass die Prax Importgesellschaft in der Morgenzeitung ihre Beteiligung hervorgehoben hat.
Es gab Gerüchte, dass ein ägyptischer Sarkophag Teil der Schau sein sollte. Ich musste immer wieder darüber nachsinnen, ob sie das Ding, die scheinbar endlosen Treppen, hinaufgeschleppt hatten. Die Details des Auftritts des Künstlers sind beinahe gänzlich durch Grauen verdrängt worden. Die Art von Grauen, die den Schrecken von etwas Unerträglichem betäubt und verbirgt. Was jedoch sicher ist, ist, dass ich mich seit dieser Nacht an keinen einzigen Tag erinnern kann, an dem ich nicht die Anwesenheit des Schattenmannes gesehen oder gespürt hätte. Okay, ja, das war schon unglaublich leise, ne, wie der das vorgelesen hat. Was wollte ich sagen? Ich wollte irgendwas sagen, jetzt habe ich es vergessen. Ach so, die Texte, ne? Die Texte sind schon sehr Lovecraft-esk. Laut dem Buch aus der großen Bibliothek haben die einen Bühnenkünstler unterstützt, der irgendwo hier in New Orleans... Es ist von der anderen Seite verriegelt. Die irgendwo hier in New Orleans von der anderen Seite verriegelt wurden. Hier stehen Wurfflaschen. Das heißt, ich packe... Oh, neue Gegner. Nee, ist kein neuer Gegner. Ich habe gelogen. Dann erschießen wir. Loser. Okay. Ach stimmt, wir haben unsere neue Spitzhacke. Jetzt gäbe es hier schon... Paddel. Und wir haben noch nicht mal unsere neue Spitzhacke ausprobiert. Aber es ist schon krass, ne? Gerade hatten wir eine Passage in der Bibliothek, die so laut war. Au! Okay. Die so laut war, dass wirklich hier die Regler halb explodiert sind bei mir. Und jetzt, lest jemand einen Text vor, der so leise ist, dass ich doppelt so laut machen muss, damit man den überhaupt versteht. Das ist schon ein sehr breites Soundspektrum hier. Das ist wirklich einfach nicht sehr gut abgemischt. Das sind so die Kleinigkeiten, ne? Daran scheitert jetzt... Also dadurch wird ein Spiel nicht gut oder schlecht, aber es fällt mir halt sehr auf. Ein bisschen nervig. Überall liegen so viele Wurfgegenstände. Kann ich die Scheibe einwerfen? Nee, schade. Aus was sind die Steine gemacht? Das sieht irgendwie so aus, als wären die irgendwie... Weiß ich nicht, nur so lose... Oh, Vorschlaghammer. Hol den Vorschlaghammer. Sie haben uns nach New Orleans geschickt. Und ich verprügel Zombies. Ich hau den Hammer ins Gesicht. Eine Krähe zeigt uns das Loch. Wir dann rein mit uns. Der Lovecraft ist stark in diesem Game, ja. Oh, wow, wir haben 10 Schrotflintenschuss. Ich muss sogar pro... Ich kann nicht mehr mitnehmen. Ich kann nur 10 haben maximal. Da hätte ich fast gerne so ein kleines Upgrade-System, ne? Das wäre schön, dass man wenigstens so Munitionskapazität... Aber ich denke schon wieder zu gamey. Das will offensichtlich ein eher sehr narratives Stimmungsspiel sein. Und das ist ja auch okay. Es muss nicht immer alles Loot und Upgrade haben. Auch wenn ich das mag. Muss ich zugeben. Schlüssel... des Schauermanns. Wer ist denn jetzt der Schauermann? Ist das der kleine Bruder vom Schattenmann? Oder meinen die damit eine Dusche? Ist das der Vorsteher der Dusche? Der Schauermann? Oh, das war gerade so daneben. Au. Nee, wenn dann make Lovecraft not war. Ja. So. Ich habe irgendeinen Schlüssel. Ach, wahrscheinlich, ich verstehe. Wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder zurück, ne? Zu der... Nee, warte mal. Die Tür war von der anderen Seite verschlossen. Ja, Leute, ich habe keinen Orientierungssinn. Was weiß ich denn? Ich laufe jetzt einfach ein bisschen random rum. Wir werden schon irgendwo landen.
Irgendwo kommt man meistens hin. Aha, Schreibmaschinenband. Jetzt können wir endlich speichern. Gott sei Dank. Ink Ribbon. Dankeschön. Das wäre krass, oder? Wenn man wirklich... Stellt euch vor. Das ist so dämlich. Vielleicht kann ich all den Schrott mit dem Kran aus dem Weg räumen. Stellt euch vor, es gäbe irgendwie so ein Horrorspiel, wo man irgendwie erst 5 Stunden spielen muss. Und wenn man einmal stirbt, ist alles vorbei, bevor man zum ersten Mal speichern darf. Und ab dann jederzeit. Das wäre großartig. Das wird zumindest Schlagzeilen machen, ne? Also wenn man irgendwie ein bisschen Presse für sein Spiel generieren will, dann macht man das. Aha, dafür brauchen wir den Schlüssel. Sehr gut. Make Lovecraft, not Warcraft. So. Erledigt. Aha. Oh, ich hätte jetzt sehr gefeiert, wenn die Schrotpatronen, weißt du, wenn ich so durch die Zombies durch wäre. Das ist cool. Konzept ist geklaut. Welches Konzept? Von wem? Von was? Ah! Warte mal, du bist voll der Cheater. Guckt euch das an. Warum könnt ihr denn bitte die Treppe... Ich stecke jetzt leider hier in der Wand fest. Ich glaube, ich habe einen Bug. Guck, ich kann mich nicht mehr bewegen. Das ist jetzt schlecht. Ich habe keine Kugeln mehr. Ah, ich hab's geschafft. Ich dachte schon, ich bleib fest. Das für das Horror-Game. Ich pitch mal die Idee. Ach so, meinst du, du klaust mir das Konzept. Okay, mach das. Mach das. Ich will 10%. Das sage ich einfach immer bei allem. Das habe ich gelernt in meinem Creator-Dasein. Ganz egal, um was es geht. Ich will 10%. So. Gucken wir mal. Können wir da durchkriechen? Tatsächlich wollen wir das? Na, wahrscheinlich. Wie in der Futurama-Folge, ne? Wo Bender immer am Telefon ist und sagt, häng eine 1 und eine 0 dran und wir haben einen Deal. Und irgendwann sagt er dann mal so, ja, häng eine 1 und eine 0 dran und wir haben einen Deal. Und dann hört man so, dass die andere Person zustimmt und dann sagt er, yeah, ich habe uns gerade 10 Cent klar gemacht oder sowas in der Art. Kann mich nicht mehr genau erinnern. Aber so ähnlich. So oder so ähnlich funktioniert der Joke. Hallo. Smoke, was geht? War da gerade irgend so ein Krabbeltier an der Wand? Ich habe wieder Schrotflintenmunition, Krabbeltier. Na, ich will's dir nur sagen. Falls du in meine Richtung krabbeln solltest, habe ich 2 Schrotkugeln mit deinem Namen drauf. Erwin Knöllemann. Ich höre... Ach, du bist ja nur so einer. Gabi Brösel. Ein Name... wie des Windes klang. Heute kommen aber wirklich so die ganz alten Erinnerungen und Zitate aus meinem Hirnstamm an die Oberfläche. Zehn von unendlich Reichtum. Na, das ist gut. Von unendlich Reichtum nehme ich auch gerne nur 1%. Das ist mir eigentlich wurscht. 0,001%. Von unendlich ist nämlich immer noch unendlich. Das ist ziemlich gut. Das wäre eigentlich voll gut. Boah, Leute, ich habe voll die gute... Boah, ich habe so einen guten Plan.
Jetzt passt mal auf. Achtung, jetzt passt mal auf. Wir müssen es jetzt schaffen, dass dieser Stream hier der erfolgreichste Stream der ganzen Welt wird. Damit... Oh, hier wird es aber sehr dunkel. Damit ich unendlich viel Donations und unendlich viel Reichtum kriege. Ne? Unendlich viel Reichtum, das muss das Ziel sein. Und wenn ich dann unendlich viel Reichtum habe, dann gebe ich einfach jetzt zum Beispiel hier dem Just Smithy die Hälfte von meinem unendlichen Reichtum. Und dann habe ich noch unendlich viel Reichtum. Und dann gebe ich dem Chris die Hälfte von unendlich viel Reichtum, woraufhin ich noch unendlich viel Reichtum habe. Ihr seht schon, wohin das führt. Ne? Lifehack. Und dann haben wir Reichtum, unendlich Reichtum für alle. Wir brauchen nur einmal unendlich viel Reichtum. Und wenn wir das einmal geschafft haben, dann kann jeder unendlich viel Reichtum haben. Marktwirtschaft durchgespielt. Easy. Warum ist eigentlich vorher keiner draufgekommen? Verbreitet die Kunde. Verbreitet die Kunde. Die Inflation interessiert uns überhaupt nicht, wenn wir unendlich viel Reichtum haben. Weißt du? Unendlich ist unendlich. Ich habe unendlich viel Tommygun gefunden. Das wird ja langsam albern. Nicht, dass ich mich beschweren möchte. Ich verstehe den Complain. Tommygun! Aber ohne Trommelmagazine ist es irgendwie nicht das Wahre. Maschinengewehrpatronen. Weißt du, da spielt man irgendwie über 3 Stunden mit der Pistole. Also ich habe zumindest über 3 Stunden mit der Pistole gespielt. Und dann kriegt man innerhalb von einer Stunde Schrotflinte und Tommygun. So, Safe-Kombination. Weirder Aschenbecher. Aha, was haben wir hier? Alle seine Dinge. Unsere Schiffe wurden am Dock überfallen. Alle von seinen Gegenständen wurden sichergestellt. Aber Blut ist vergossen worden. Mehrere Männer wurden in den Mississippi getragen und dort von jenen ertränkt, die in den Tiefen leben. Alle Gegenstände sind geliefert und quittiert worden. Jetzt sollten die Papiere gut verwahrt werden. Nee, wir drucken einfach unendlich viel Geld. Weißt du, ganz easy, weil wenn ich erstmal alles Geld, das existiert, habe, dann muss mehr Geld erschaffen werden und dann wiederholen wir den Prozess, solange bis einfach unendlich viel Geld produziert wird. Und dann haben wir unendlich Reichtum. Es ist so einfach, es ist so einfach. So, ich habe jetzt den Code. Links Pein, rechts Leere, links Hass. Aber wo ist der Schlüssel, den ich brauche, um das zu entschlüsseln? Wir haben hier 3, 6, 9 und 12. Ja gut, logisch. Ist halt wie eine Uhr so aufgebaut. Ich brauche irgendwie noch... Das fehlt mir noch. Ich muss irgendwie noch verstehen, welche Zahl Pein, Leere und Hass sind. In der Regel ist die Lösung des Rätsels immer sehr nahe am Rätsel. Hab schon alles dafür. Muss ich mir nochmal vielleicht in die Bücher gucken, so. Alle seine Dinge. Alle von seinen Gegenständen wurden sichergestellt. Mehrere Männer getragen. Mississippi. Bliblablub. Adresse New Orleans. Da sind wir schon, nee. Okay. Warum konnte Ruth sie nicht begleiten und ihr helfen, dachte Emily. Sie wollte wirklich nicht weiter allein sein. Wenigstens war Emily wieder in New Orleans, vor dem Lagerhaus der Prax Importgesellschaft. Laut dem Buch aus der Bibliothek sollte sie hier die Adresse des Ortes finden, an dem Jeremy das erste Mal den Schattenmann getroffen hatte. Der Schattenmann. Wahrscheinlich ist es wieder super einfach und ich stehe hier voll auf dem Schlauch. Warte mal. Ach so, irgendwelche Uhren und Ketten. Okay, ich dachte, gerade da liegen so Handschellen und sowas.
Okay. Weißt, wisst ihr was? Ich mach mal die einfachste Lösung. Auch wenn es mir fast ein bisschen zu dumm vorkommt. Aber Pein hat 4 Buchstaben. Leere, 1, 2, 3, 4, 5 Buchstaben. Hass hat wieder 4 Buchstaben. Schauen wir mal. Das wäre schon echt. Wir müssen nach links erstmal. Muss ich jetzt nach links lenken oder ich versuch's mal? Also jetzt gehen wir erstmal. Hä? Hallo? Ach so. Jetzt gehen wir erstmal auf die 4. Jetzt gehen wir auf die 5, dann wieder auf die 4. Nein, das war's wirklich. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Das war schon sehr doof jetzt, das Rätsel irgendwie. Ich dachte, mit den Wörtern hat das irgendwas auf sich, ne? Ich muss jetzt irgendwo ein anderes Dokument finden, wo das aufgeschlüsselt wird. Irgendein Rätsel. Und dabei muss ich die Buchstaben zählen. Und dann ist die Lösung 4, 5, 4, die einfach direkt nebeneinander sind. Oh mein Gott. Also ich bin echt ein bisschen schockiert, wie doof dieses Rätsel gerade war. Hallo, Sven. Hi. Meine Güte. Okay. Manifest. 19. September 1892. Prex Importgesellschaft hat geliefert. 4 Überseekoffer. Einen ägyptischen Sarkophag. Eine große Kupferling. Eigentum des Bühnenkünstlers, bekannt als der schwarze Pharao, der in der Gallatin Street auftritt. Aha. Brauche ich das für irgendwas wieder, der schwarze Pharao? 411? Wahrscheinlich nicht. Ja, es muss schon wichtig sein, ne? Ich finde das immerhin hier in dem Safe. Ich schreibe mir mal 411 auf. Da haben wir es. Das ist die Adresse des Theaters, in dem Jeremy den Schattenmann zum ersten Mal getroffen hat. Und jetzt gehen wir wieder, oder was? Es wäre schon cool, wenn man wenigstens einen Wurfgegenstand immer so mitnehmen könnte, ne? Dass die überall so rumstehen, aber man kann die im Grunde nur da benutzen, wo sie stehen. Oh, oh Gott, habe ich mich erschrocken. Wow, hat das Ding Rückstoß. Meine Güte. Naja, ist ein bisschen lame, finde ich. Wäre schon cool, wenn man da wenigstens so eine Granate mitnehmen könnte. Vor allem, weil ich immer meine, dass das Loot ist. Ich meine immer, Munition, ach so. Sieht aus, als hätte sich der Nebel verzogen. Was? Ich finde schon noch sehr neblig. Black Pharao. Ach, guck mal, das ist doch der Schattenmann, der Black Pharao. Dark Magic. Und meiner Meinung nach ist die Schrift hier sehr stark wie das Kartenspiel Magic. Hat der Schattenmann das Kartenspiel Magic erfunden, dadurch unendlich viel Reichtum zusammengekriegt und dadurch ist er basically zu Anti-Jesus geworden. Das ist, glaube ich, die Lösung des Falls. Der Fall ist gelöst, Emily. Heißt meine Hauptfigur Emily? Wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir nur um die Hälfte seines Reichtums bitten. Geh wieder weg. Das ist aber nicht sehr nett. Sag das nicht. Genau. Du brauchst meine Hilfe. Alles, was ich wollte, war, Leute von Dorsetto fernzuhalten. Vor allem dich, Emily. Du bist die einzige Verwandte, die mir vergeben hat, dass ich das Alter wählte statt dem Tod. Vater sorgt sich um dich. Er bezahlt für deine Behandlung in Dorsetto.
um mich loszuwerden. Das ist der einzige Grund, warum jemand in Dorsetto ist. Weil wir für jemanden in der Familie zu peinlich geworden sind. Lass mich dir hier raushelfen, Jeremy. Ich will dich von hier fortbringen. Dein Vater schickt mich nur zurück. Und wenn wir nach Norden gehen? Nach Kingsport. Mutter hat dort noch Familie und ich will schon seit einer ganzen Weile dorthin ziehen. In Massachusetts war ich seit Jahren nicht mehr. Ich male noch aus dem Gedächtnis, weißt du? Der alte Leuchtturm ist ein schönes Motiv. Dein Vater und ich waren fast jeden Sommer da. Als dann unser Großonkel starb, hörten wir damit auf. Was können wir gegen den Schattenmann tun? Er hält dich hier fest, oder? Du willst nicht gehen, ohne deine Schuld zu begleichen. Der Schattenmann ist seit meinem 12. Lebensjahr bei mir. Er stand auf dieser Bühne, gleich da drüben. Für einen Moment schaute er zu mir und es war geschehen. Ich erkannte ihn als das, was er war. Der Hardwood-Fluch in einem Körper aus Fleisch. Ich dachte, ich wäre dran. Aber er verspottete mich bloß. Stattdessen widmete er sich meinem Vater, der neben mir saß. Ich sah ihn an und sah sein Gesicht. So weiß und leichenblass hatte ich ihn noch nie gesehen. In der Nacht biss er seine Zunge ab und erstickte. Was können wir tun, Jeremy? Bitte. Es gibt einen Weg. Es gibt sogar zwei. Beide sind furchtbar. Ein geschriebener Vertrag liegt nun vergraben in seinem versunkenen Tempel. Weißt du noch, was darin stand? Ich will es nicht. Bitte, Jeremy, was stand in dem Vertrag? Nein, niemals. Wir dürfen New Orleans nicht dem Leid überlassen. Ich muss eben dieses Opfer bringen. Was meinst du denn damit? Geht es um das Ding aus dem Bayou? Juan sagte so etwas... Okay. Ist also der Schattenmann ein alter, unsterblicher Immerhin Pharao? Gibt es also einen Weg, den Pakt zu brechen. Er ist irgendwo im Tempel des Schattenmannes versteckt. Ich muss ihn nur finden. Na wunderbar. Moment mal, da steht was drauf. Da ist eine 2 und meh. Und ein H. 2 meh H. Sollte ich mir das aufschreiben? Nee, wahrscheinlich, weil ich es hier eh schon brauche. So. Aha, wartet mal ganz kurz. Wahrscheinlich symbolisiert das einfach eine Uhr oder so. Nee, aber warte mal, was ist denn das mittlere? Ha, das verstehe ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, was das für Zeichen sind. Wir haben auf jeden Fall im äußersten Ring so ungefähr auf 4 Uhr haben wir so ein Symbol. Ich schreibe mir das auf. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, wenn ich so ein Symbol sage. Ungefähr auf 11 Uhr haben wir das römische 2-Dingens. Und ungefähr genau in der Mitte, was mir überhaupt nichts hilft, haben wir meh. So, wie hilft mir das jetzt? Also. Verstehe ich nicht. Ach so, warte mal. Der äußerste Ring müsste demnach ungefähr hier sein oder so. Da müsste der Ring ungefähr dahin zeigen und der in die Mitte. Ne, stimmt leider nicht. Wetten, ich denke wieder zu kompliziert und das ist viel einfacher. Wetten. Ich schaue mich nochmal kurz ein bisschen um. Vielleicht fehlt mir wirklich eine Information noch, die ich brauche. Ha, ha, ha.
Es ist aber nicht irgendwie sowas Dämliches wie 2, 2, 3, weil da jeweils, oder Striche nach unten gehen oder irgendwie sowas. Brute Forcen, ja. Gibt ein bisschen viel, obwohl, so viel Kombination gibt es gar nicht, du hast recht. Könnte man machen. Nee, ist mir zu viel. Ich schaue mich vorher nochmal kurz um. Okay, genug umgesehen. Ich müsste wahrscheinlich alle Informationen haben, die ich brauche. Was will mir das hier sagen? Was will mir das hier sagen? Soll ich die... Nee, kann auch nicht sein, glaube ich. Hi, Knubbel. Nee, nee, das ist der neue Alone in the Dark. Wir hätten 3 Striche, 4 Striche und dann ein komisches Symbol. Wahrscheinlich ist es irgendwie sowas ganz Einfaches. 3 Striche, 4 Striche und das weiß ich nicht. Nee, das ist es auch nicht. Nee, ich check's nicht. Nee, ich check's nicht. Mein erster einfacher Gedanke wäre, schieb das kleinste Ding so, dass es auf der römischen 2-Symbol liegt. Das kleinste so, dass es auf dem Symbol liegt. Warte, da muss ich mir das nochmal angucken, dass ich das räumlich sortiere, quasi. Aber macht das einen... Macht das... Warum? Warum das Kleine auf die römische 2 schieben? Das wäre... Warte mal, wenn ich einen Kreis zeichne, ungefähr hier, hier... Hier, dann versuche ich das mal, dass ich die so anordne, dass die eher räumlich drauf liegen quasi. Aber ich komme ja gar nicht bis zum Äußeren, ne? Nee, das klappt nicht. Schau mal, was in deinem Inventar ist und lies genau. Okay, ja, okay. Ich verstehe. Die Frachtenliste. Nein, es ist nicht 411, oder? Wenn das jetzt 411 ist, dann muss ich aber, dann weiß ich es aber auch nicht. Ups. Nee, es ist nicht 411. Aber ist es vielleicht 114? Nee, okay, das wäre auch albern gewesen. Schauen wir nochmal. Was habe ich denn so hier? Also, nee, das da. Schwarzer Pharao, Packliste 4, Schiffskoffer, Sarkophage, große Holzkisten. Okay. Dann haben wir das hier. Peinleere Hass, das war das für den Safe. Brauchen wir das nochmal? Warte mal. Aber das ist ja uralt. Das brauchen wir wahrscheinlich nicht, oder? Aber das sind Sternzeichen, die ich hier habe. Wir haben hier Virgo. Ich weiß nicht, was Virgo ist, aber das haben wir. Wir haben hier Pisces.
Und wir haben hier, ich weiß nicht, ob das wichtig ist, wahrscheinlich nicht. Und wir haben hier Gemini. Wir haben Piscus, Gemini und Virgo. Das sind die Zeichen. Das sind aber auch die, die nicht nummeriert sind. Aber ich könnte jetzt einfach mal abzählen. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tatsächlich. Achtung. Hey, wenn das das Rätsel zur Lösung ist, finde ich es fast ein bisschen cool. Weil dann ist das bis jetzt das schwerste Rätsel. Dann hätten wir 2. Gemini. Wo sind wir? Wo bist du? Das wäre 1, 2, 3, 4, 5. Und Vigor ist da unten. Das wäre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das wäre die 8. Dann hätten wir 2, 5, 8. Schauen wir mal. 2, 5, 8. Und zwar, genau, außen 2. 2, 5, 8. Ach, schön. Ach, das ist ja schön. Das war ein cooles Rätsel mal. Jetzt sind wir wieder in einer Parallelwelt. Ich muss mal ganz kurz. Machen wir kurz 2 Minuten Pinkelpause. Ich bin gleich wieder da und dann machen wir weiter. Yay! Okay. So. Ach so, kann ich jetzt in den. Oh. Das ist ein bisschen cool. Das ist ein bisschen cool, wie diese Transition jetzt da funktioniert, ne? Oh. Durch den Sarg durchgeschlüpft. Ach, das hat mir jetzt gefallen. Das war cool. Nehmen wir mal die Pumpgun. Oh, und jetzt sind wir in Ägypten oder so. Nice. Blaue Medaille. Weil ich das Geräusch gerade gehört habe. Schade. Gibt keine Bonuswaffe für uns. Oh oh, Sonnenfinsternis. Wow. Das Konzept gefällt mir einfach wirklich gut, ne? Dass man immer wieder in so verschiedene Traumwelten reist. Aber waren wir jetzt gerade wirklich in New Orleans oder in dem Traum von New Orleans von unserem Onkel? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Weil wenn, dann wären wir jetzt quasi von der Villa in einem Traum von New Orleans und aus dem Traum von New Orleans sind wir jetzt in einem Traum von Ägypten. Das ist so Inception-mäßig. Wir gehen immer tiefer in den Traumebenen und die Zeit läuft deswegen 100.000 Mal langsam aus irgendeinem Grund, den keiner so recht versteht. Und am Ende krümmen sich irgendwelche komischen Autos. Ich muss irgendwie da runterkommen. Oder so. Aha, nehmen wir doch das Seil hier. Anker, aber wir brauchen erst noch Kraut dafür oder so. Totenschädel? Nö. Im Traum geträumt. Das hatte ich früher echt voll oft. Das ist voll creepy. Ich hatte früher voll oft dieses falsche Erwachen, dieses Phänomen, dass wenn man glaubt, man realisiert, dass man träumt, ne? Und man denkt sich so, aha, ich träume ja. Dass man dann meint, man träumt, dass man aufwacht. Und in Wirklichkeit träumt man aber noch. Kennt ihr das? Und dann merkt man so, oh shit, ich träume ja immer noch. WTF. Jenseits des Niltals. Der Tempel von Nefrenka liegt unter unserem Lager. Diese unheilige Stätte ist nicht eingestürzt. Und das trotz aller gegenteiliger Bemühungen. Aber sie ist im Sand versunken. Der Pharao ist schon lange tot und sein Name wurde methodisch aus allen alten Schriften getilgt. Aber diese Stätte des Blutes und des Schreckens, die gibt es immer noch. Der Tempel soll lichtlos sein, erbaut, um all die Schrecken der Finsternis zu beherbergen, die in diesem Universum umgehen. Nice, freue ich mich schon. Ha? Durch das Anrufen der Götter wurde eine Brücke zwischen unserer Welt und der ihren geschaffen. Der schreckliche Aldebaran von Taurus, die schwarze Sonne, wurde als der wichtigste Stern im Nachthimmel angesehen.
Denn laut dem Kitab al-Asif war dies der Ursprung des kriechenden Chaos, das man Nyarlathotep nennt. Angeblich konnten die Priester mit uralten Mechanismen Schächte öffnen, die wiederum das Licht bündelten, das von dem seltsamen Stein namens leuchtender Trapezoeder ausging. Wenn sich die Lichtstrahlen über der Statue des dunklen Mannes vereinigten, wurden sie durchs All in Richtung schwarzer Sonne geschickt, eine Botschaft an die Götter. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, welche Gaben den Kultisten dafür gewährt wurden, aber man geht oft von dunklen Blutpakten aus. Dunkle Wunder im Austausch für Seelen. Dunkle Blutpakte. Also wisst ihr, ich bin wirklich absolut kein abergläubischer Mensch. Ich glaube an überhaupt nichts Übernatürliches, absolut nicht. Aber selbst ich hätte wirklich ein mulmiges Gefühl, wenn ich bei einer Sonnenfinsternis in den uralten Tempel gehe, über den geschrieben wird, dass da das uralte Böse eingesperrt ist in der Dunkelheit. Muss ich schon sagen. Und wir sind hier in einer Welt, wo unsere Hauptfigur entweder komplett verrückt ist oder wo bewiesenerweise sehr viel übernatürlicher Shit unterwegs ist. Und da würde ich jetzt einfach sowas von heimgehen. Ich würde sagen, Onkel, sorry, ich fahre dann doch wieder nach Hause. Viel Glück noch mit deinem Schattenmann. Tschö. Ja, nice. Sind das Gegner? Das sind irgendwie so Scarabeus-Fledermäuse. Cool irgendwie, glaube ich, das Design. Okay. Okay, du schaffst das, Emily. Mit deiner creepy Schattenhand. Hä? Ach so. Wow, waren das gerade Spinnen? Um Gottes Willen, mir wird's jetzt schon reichen. Wenigstens laufen die weg. Das ist das Sternbild des Stiers. Der große Stern ist Aldebaran. Das hat etwas mit dem Schattenmann zu tun. Aldebaran wird doch von Darth Vader schon zerschossen. Kann er gar nicht sein. Ich habe das in einem Traum gesehen, aber als eine flache Grube voll Dunkelheit. Der Vertrag ist auf jeden Fall hier verborgen. Aber wie komme ich daran? Ich weiß, das war der Scherz. Dass das Aldebaran. Aldebaran habe ich schon mal gehört, aber der Kontext fehlt mir gerade. Gibt es vielleicht Aldebaran wirklich? Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das wirklich ein Sonnensystem ist, das existiert. Googeln wir es mal. Aldebaran. Wir lernen noch richtig viel bei diesem Spiel. Aldebaran ist ein Stern im Sternbild Stier. Der Name stammt aus Arabisch Ad-Dabaran. Und bedeutet, warte mal kurz, und bedeutet der Nachfolgende, weil der Stern dem Plejaden am Himmel zu folgen scheint. Okay. Aldebaran ist ein Stern im Stier. Ein Stierstern. Ein folgender Stierstern. Oh, guck mal, ich hab's gar nicht gesehen. Auf der Kanoppe. Was auch immer schon wieder eine Kanoppe sein soll. Aber auf der Kanoppe ist ein wunderschöner Tentakel der Tiefe abgebildet. Das ist schon mal der wertvollste Schatz, den wir jemals gefunden haben. Im Vagabunden-Set. Die Tentakelkanoppe. Oh, der schießt Laser aus der Krone. Oder warte mal, schießt da ein Laser in die Krone? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwas schießt irgendwie irgendwo hin. Schwarzlichtlaser. Ich muss irgendwie auf jeden Fall die Schwarzlichtlaser bewegen. Dann gehen wir mal da rein. Ich verstehe. Ah, und dann öffne ich Türen. Hm, okay, let's go. Laden wir mal unsere Tommy Gun nach.
Ja, aber es ist ja auch alles sehr stark Lovecraft, ne? Früher haben die Mumifizierten da ihre Organe drin gelagert. Ah, mhm. Nice. Dann habe ich ein sehr gutes Gefühl dabei, dass wir das jetzt hier in unserem Gepäck rumtragen. Die 2.000-4.000 Jahre alten Schimmelorgane. Der Horizont. Okay. Eine überraschend präzis gefertigte Linse. Okay, okay. I guess, wir machen die Linse rein. Und dann drücke ich den Laserhebel. Immer diese antiken Zivilisationen mit ihren Lasern, ne? Egal ob Resident Evil 5 oder Zelda. Aber Zelda ist magisch, okay. Oder jetzt auch hier. Immer diese Eternal Darkness, Indiana Jones. Immer diese antiken Laser. Laser. Hallo Merlin, was geht? Was machst du so da unten? Oh, fliegende Käfermonster. Wow. Hey, das waren aber gerade zwei sehr präzise Tommy Gun-Schüsse. Muss man schon sagen. Ich bin stolz auf mich. Soll ich den überhaupt bewegen? Weil irgendwie schießt doch der schon, oder? Ich glaube, das passt eigentlich schon. Setz das dunkle Licht an. Ja gut, ich verschieb den mal. Oh Gott. Na komm, Laserkäfer. Au. Ich spiele gerade Helldiver privat ziemlich viel. Im Käfertöten bin ich gerade sehr geübt, ne? Sowieso ein großer Earth Defense Force Fan. Und jetzt spiele ich auch noch Helldiver. Also wenn es ums Käfertöten geht, ne, da bin ich Profi. Kann man überhaupt nichts sagen. Aber wenn es ums Laserbewegen geht, ne, da weiß ich jetzt auch nicht genau. Vielleicht muss ich gar nicht auf die Krone zielen? Nee. Oh, wow. Okay, das ist cool. Ist das wichtig? Soll ich das machen, dass ich den anzünde? Weil wenn das nur so zur Show ist, zum Spaß, dann finde ich das schon sehr cool. Yeah. Zünden wir die Vorhänge an. Leider kann ich ihn nicht weiter bewegen. Zwei Vorhänge weniger. Keine Ahnung, ob das irgendwas bewirkt, aber das finde ich schon irgendwie cool. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo ich jetzt eigentlich hinzielen soll, was genau das Spiel jetzt eigentlich von mir will. Ha. Ich dachte erst, ich muss runterzielen auf den großen Stern, aber so tief darf ich nicht zielen. Das ist das tiefstmögliche. Ich dachte erst, ich muss alle Laser auf die Krone setzen, ne? Weil der erste schon so auf der Krone war, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Du wartest auf die PlayStation, ja. Ich brauche die noch eine Stunde ungefähr. Das ist wirklich blöd. Wenn irgendwann mal, ne, wenn so Jahresende ist und es ist quasi Firmengeld übrig, dann hole ich mir mal eine Lansquid Bird Rider Firmen PlayStation, damit ich nicht immer die private Wohnzimmer PlayStation nehmen muss. Kinder der dunklen Sonne. Okay, haben wir. Ah, und eine Spitzhacke. Ist jetzt gegen die Fliegenden wahrscheinlich nicht so super gut. Okay. Hier ist so eine Linse, aber hier kommt kein Licht rein. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Vielleicht war mein erster Gedanke oder mein zweiter Gedanke oder der wievielte Gedanke es auch immer war, gar nicht so blöd, dass ich oben auf sein Kronspitzchen zielen muss. Schauen wir mal. Vielleicht, wenn ich alle Laser aufs Kronenspitzchen schießen lasse. Ich finde auf jeden Fall, ich finde es schön, dass hier so ein schönes Rätsel ist, ne? Wie gesagt, ich finde die Kämpfe und die Gegner nervig, aber die Rätselpassagen und die Locations eigentlich ganz schön in dem Spiel. Das ist definitiv die Stärke von dem Spiel.
Und deswegen mag ich das gerade sehr gerne. Wenig nervige Gegner, paar kleine Käfer. Die hätte es wegen mir auch nicht gebraucht, ganz ehrlich. Aber cool. So, gucken wir mal. Erinnert mich an Meridias Tempel aus Skyrim. Wenn du den Stern oben einsetzt und die Lichtstrahlen folgen musst, an den kann ich mich nicht mehr erinnern. Oh, ich brauche eine Linse. Ich habe keine Linse hier. Guck mal, das ist definitiv ein Linsenschalter. Vielleicht muss ich da nochmal hinlasern. Moment mal, kann ich hier einfach einmal... Okay. Ob ich dahin lasern kann mit dem Laser? Weil da unten kann ich auf definitiv nicht hinlasern. Aber das könnte klappen. Ja, guckt mal. Jetzt haben wir es. Es hat geklappt. Jetzt habe ich es gecheckt. Gehe ich jetzt erst die Treppe hoch? Ich gehe erst die Treppe mal hoch. Aber wahrscheinlich kann ich da schon die nächste Tür öffnen, ne? Holen wir uns noch ein paar Pharaonenorgane. Ne, da ist nichts drin. Ah, okay. Gut. Holen wir uns wahrscheinlich die nächste Linse. Schlange. Das ist ja ein richtig komplexes Ökosystem hier mit Schlangen, Spinnen, Skarabäus, Fledermaus, Hybriden, wie auch immer das passiert ist. Natur ist was Wunderschönes. Oh, guck mal, ein Dechsel. Cool. Nehmen wir einen Dechsel. Das ist Dexels Labor, da blitzt es und kracht und Dexel lacht. Kennt noch wer Dex das Labor? Wenn nicht, dann ist mir auch wurscht. Ich frage mich, ob mir die Laser was tun, wenn ich die berühre. Wo ist denn bitte die... Ah! Nee. Ach, hier ist schon eine Linse drin. Okay, alles klar. Mit seiner verrückten Schwester. Ja, genau. Bibi oder so hieß die, glaube ich, ne? Der Stern. Wir haben eine weitere Linse. Ja, der Laser. Und mit diesem Laser... Scotty nicht. Es war damals schon sehr lustig. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch lustig finden würde, aber Austin Powers fand ich schon sehr lustig damals. Humor verändert sich halt, ne? Kann ich ganz schwer beurteilen, ob ich das noch lustig finden würde. Definitiv wahrscheinlich nicht so lustig wie früher. Ich fand das schon sehr hilarious. Und als Lösegeld für die Welt verlange ich 1 Million Dollar. Ja, ja. So. Okay. Oh. Schreit doch nicht so. Wow, warte mal. Geschützturm oder was? Yeah. Aber irgendwie ein sehr unzuverlässiger Geschützturm, ne? Ich weiß nicht, warum die jetzt nicht... Der ist anscheinend ziemlich laserfest hier. Der ist anti-laser beschichtet. Oh nein. Der anti-laser beschichtete Superkäfer. Damn it. Ach, guck mal, jetzt muss ich wirklich auf die Krone schießen.
Aber ist er auch Anti-Kugel beschichtet? Nee. Wäre mal lieber Anti-Tommy-Gun beschichtet gewesen noch, ne? Aber wahrscheinlich hat er sich beim Loadout nur eine Sache aussuchen dürfen. Entweder Anti-Laser-Panzerung oder Anti-Tommy-Gun-Panzerung. Wäre auch unfair. Okay, wartet mal, dann schicke ich jetzt den da auch mal zurück auf die Krone. Ja, die Macht der Laser. Hi, Godkiller. Die Macht der Laser muss hier verbündet werden. Verbunden. Gebündelt war eigentlich das Wort, das ich gesucht habe. Ich finde nie wieder zurück. Doch, ich habe es geschafft, oder? Nein. Nein, ich bin falsch, oder? Nee. Schauen wir mal, wo uns der Weg hinführt. Hey, Keksdose. The Alan Parsons Project. Das, was? Das kenne ich nicht. Sagt mir gerade nichts. Wir haben ja noch andere Waffen. Keine Sorge. Wir hatten ja auch noch unser... Ich habe vergessen, wie es heißt. Bimpsel-Dingens. Glaube ich, ist der wissenschaftliche Name dafür. Bimpsel-Dingens. Oh, noch ein Bimpsel-Dingens. Ist jetzt eigentlich ziemlich wurscht, ne? Ah, Abkürzung. Okay, gut. Muss ich mir merken. An den Invisible Man sleeping in your bed, who you gonna call? Wie findest du das Game? Ja, ganz nett. Leider hat es ein paar Schwächen, die mich schon sehr stören. Gerade wenn es ums Gameplay geht. Aber die Stimmung und die Inszenierung, ne, wie sie erzählt ist und so, das finde ich schön. Das finde ich schön. Ich mag's schon. Ich mag's. Aber ich kann's nicht uneingeschränkt weiterempfehlen. Das ist sowas, das muss man, glaube ich, mögen, ne? Und wenn man's mag, dann mag man's. Und wenn nicht, dann ist es einfach nichts für einen. Das ist sehr subjektiv. Hab schon das zweite Mal durch. Ja, ich überlege auch, ob wir es noch mit ihm, mit Sheriff Harper durchspielen wollen. Da bin ich noch unschlüssig. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. Und ob ich da noch Bock drauf habe. So, das dürfte das letzte Siegel sein. Falsches Game, das ist ja gar nicht Ghostbusters. Na, gerade ist das eher Bugbusters. Okay, Moment mal. Ach so, alles gut. Ich war nur gerade verwirrt. Wir müssen nur auf die gegenüberliegende Seite. Ach so, nee, warte. Jetzt habe ich's. Der Tempel war gerade in meiner Minimap im Kopf verdreht. Der Titel eures Podcasts suggeriert aber was anderes. Was suggeriert der denn? Der heißt Perlen vor die Scheue oder sowas, ne? Nee, wie heißt der? Auf dem Thumbnail steht Perlen vor die Scheue. Ich weiß nicht, das hat sich Michael ausgedacht. Damit habe ich nichts zu tun. Na klar, Zombie-Piraten-Girl, ist doch wurscht. Schön, dass du wieder da bist. Fühl dich nur nicht verpflichtet. Alles gut. Hi. Dachte Coffee Cake and Game. Ja, Games, nicht Gaming, aber fast. Aber nee, wie heißt denn wirklich der Titel von der Alone in the Dark Folge? Ich weiß es wirklich nicht. Sag mir das, Merlin. Wie bin ich denn gleich nochmal da hochgekommen? Ah, hier, ja, genau.
So, endlich. Ich sollte besser da runter. Okay. Stürzt jetzt der Tempel ein oder was? Oh! Habt ihr das gesehen? Die Tür war gerade ein bisschen verbuggt. Die ist zweimal zugegangen. Diese Welt hat Alone in the Dark gar nicht verdient. Ja, das war ein Michael-Titel, weil er das Spiel sehr gut findet. Und er findet es total unterschätzt und, es ist auch wirklich viel zu negativ bewertet. Das habe ich auch schon gesagt. Da stimme ich voll mit ihm überein. Aber er findet es sehr viel besser als ich. War irgendwie lustig. Das sah ein bisschen wacky aus gerade. Aber alles in dem Spiel sieht ein bisschen wack aus. Ich meine, guckt euch das an. Was war das gerade? Ich weiß es nicht. Das bricht gleich in sich zusammen. Jaha, aber ich habe keinen Orientierungssinn, Emily, musst du wissen. Heißt sie überhaupt Emily? Ich weiß. Ich habe das Gefühl, ich nenne sie jedes Mal anders. Okay. Was geht hier vor sich? Was geht hier vor sich? Ich verstehe es auch nicht. Oh nein, ist jetzt irgendwie Bosszeit? Ist das eine Boss-Arena? Oder gehen wir in den Keller noch mehr? Oder was ist los? Ja, es geht um vieles. Also das Konzept von dem Spiel ist eigentlich grundsätzlich echt ganz cool. Wir sind eigentlich in so einer Villa, aber durch so magische Artefaktzeugs reisen wir in verschiedene Traumwelten. Da kommt man sehr viel rum und es gibt viele interessante Szenarien und so weiter und so fort. Das ist so Cthulhu-mäßig. Ist das der Vertrag? Das ist der Part, den ich sehr cool finde vom Spiel. Wenn nur die Kämpfe und das Gameplay nicht wären. Das ist nervig. Das ist praktisch. Irgendwie haben da gerade zwei Stimmen geschrien. Die haben sich teilweise überlappt. Die haben teilweise übereinander geschrien. Sie spricht mit fremden Zungen. Gleichzeitig. Mit ihrer echten oder so. Oh, Jeremy. Oder waren das die Käfer? Kann auch sein. Emily? Was tun Sie da? Detective. Wie läuft denn Ihre Ermittlung? Ich weiß noch nicht, wo Jeremy ist, aber ich ahne, warum er sich versteckt. Hier ist alles. Jetzt geht's nach Anolondo, ganz genau. Schon sehr lächerlich. Dark Souls, ne? Finde ich auch. Zumindest hätte es das gestern noch. Es kommt noch schlimmer. Ich bin mir recht sicher, dass sie alle umgebracht haben, die nicht mitmachen wollten. Detective, haben Sie vielleicht heute Monster gesehen? Ich sagte doch, sie haben Leute getötet. Burgard, die Autorin, Perose, die Sängerin, Mr. Waits, der Buchhalter, Mr. Chance, der Gärtner, alle verschwunden. Nein, nicht das. Haben Sie heute auf jemanden Wenn ich so Musik höre, muss ich mir vorstellen, wie die beiden auf einer Bühne stehen und das wie so ein Poetry Slam zu Resident Evil. Aber Sie sollten wachsam sein. Sie haben nichts Seltsames gesehen. Waren irgendwo anders? Was wollen Sie mir sagen, Emily? Sind Sie in Gefahr? Ich meine, sie hat sehr viel Blut überall auf ihrer Kleidung, ne? Was für eine Art von Detektiv bist du eigentlich? Ich habe genug Hinweise, glaube ich. Ich glaube, ich habe genug Hinweise. Nachforscht. Nein, schon gut. Danke, Detective. Ich finde Ihren Onkel, Miss Hartwood. Passen Sie auf sich auf. Meinst du ein bisschen wie in Assassin's Creed, dass jemand in das Leben von Emily schlüpft? Nee, sie macht auch nicht wirklich Zeitreisen. Wenn ich es richtig verstanden habe, reist sie in so übernatürliche Traumtaschen ihres Onkels, die irgendwie mit Hilfe von dunkler Magie vielleicht irgendwie was gemacht wurden. Sowas in der Art.
Besser kann ich es nicht erklären, weil ich es auch nicht weiß. Aber wir gehen als Emily halt in dem Haus durch irgendwelche Türen und sind plötzlich ganz woanders, wo wir gar nicht sein sollten, ne? So ungefähr funktioniert das. Der Vertrag des Schattenmanns, wir haben ihn. Jetzt bin ich aber tatsächlich gespannt, was da drin steht. Der ist sehr dreckig. Ich hoffe, wir können ihn lesen. Wir können nichts lesen. Da steht überhaupt nichts. Ah doch, warte, der hat mehrere Seiten. Sehr gut. Der Vertrag des Schattenmanns. Ist leider wirklich so schmutzig oder geschwärzt, dass wir kaum was lesen können. Hey, ich habe mir echt nicht gedacht, dass der jetzt wirklich einfach nur so ein Dokument ist. Ich dachte, der Vertrag des Schattenmannes wäre irgendwie ein bisschen magischer oder sowas. Genau, wir sind Emily, ja. Okay, gucken wir mal. Psychologisches Trauma anerkannt. Die Barriere der Selbsttäuschung durchbrechen. Manisches Verhalten zügeln. Die Wissenschaft der Medizin bringt mich nicht weiter. Es gibt nichts, was den Hardwood-Fluch aufheben kann. Nur der Opferdolch kann die Verzweiflung aus Jacobs Augen entfernen. Aber diese Tat würde den Untergang von Derceto bedeuten. Möge mein Fluch ausnahmsweise zu einer Waffe werden. Ich gebe deinen Forderungen nach, kriechendes Chaos. Errichte dein Gefängnis um dieses gottverlassene Hospital. Wenn das Böse verhungert ist, werde ich hier für immer begraben bleiben. Okay. Wo sind wir? Wir sind wieder in der Villa. So, dann gucken wir mal auf die Karte. Es war beinahe Nacht, als Emily wieder zurück nach Derceto war. Wieder zurück in Derceto war. Was genau hatte sie getan und wovon redete Detective Combi? Ergaben ihre Funde irgendeinen Sinn? Sie wusste nur, dass sie herausfinden wollte, was die drei Schritte des Vertrags umfassten und wie sie mit Dr. Gray zusammenhingen. Okay. Oh, die Tür. Warte mal, komme ich hier überhaupt wieder raus? Ich hoffe es doch sehr. Beziehungsweise könnte ich jetzt auch mal gucken, dass wir die Treppe, ob wir die Treppe... Ja, gucken wir mal. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Bisher war das Spiel eigentlich immer sehr freundlich, wenn es darum geht, den richtigen Weg zu finden. So viele Möglichkeiten gibt es immer gar nicht. In den Keller können wir also noch nicht. Ah, Cutscene. Wenn wir nur Jeremy loswerden können, wird alles wieder normal. Wo du sagst. Ich habe Miss Emily gesehen. Erinnerst du dich? Sie ist Jeremys Nichte. Sie sucht nach ihm. Genau. Sie hilft uns. Auf ihre Art. Solange sie uns nicht im Weg steht und der Mutter der 1000 Jungen. Davon weiß sie nichts und es kümmert sie nicht. Sie will nur zu Jeremy. Die Mutter der 1000 Jungen ist auch sehr Cthulhuig. Er schnüffelt herum und stellt alle möglichen Fragen. Es tut weh. Ich wünschte, du würdest das lassen. Das ist echt gruselig. Die Pfleger Baptiste und Lottie waren ebenfalls zurück in Derceto. Wie Bruchstücke von Emilys Vergangenheit, die sie heimsuchten. Sie konnte nicht entscheiden, ob sie auf ihrer Seite waren oder nicht. Und woran litt Lottie? Irgendwie, das macht Spaß, das auszusprechen. Lottie litt. Woran litt Lottie? Lottie litt an der Lottosucht. Nee, ich finde kein drittes Wort, das da schön reinpasst. So vom Klang her. Aber es ist ein guter Ansatz. Was das? Ja, genau. Der Raum war noch rot und ich wusste nicht, warum. Da war eine Kiste und da war nichts drin. Und jetzt ist er blau. Jetzt ist er durchsucht. Alles gut. Jo, Arthur, bis zum nächsten Mal.
ich litt auch gleich, wenn wir hier nicht mehr rauskommen. Nicht nur Lotti. Nennt mich Lotti, denn ich litt. Wo wirklich jetzt? Ach, warte mal, da oben gibt's noch zwei Türen. Ah, eine nur, eine ist verstellt. Habe ich die schon probiert? Nee, puh. Oh, wir sind in der dunklen Horror-Dimension, aber wir sind nicht in der echten Welt. Ich nehme mal lieber meine Pumpgun. Oder hat sich jetzt in der echten Welt der Schimmel auch schon so ausgebreitet? Vielleicht, das kann schon sein. Warum bleiben eigentlich der Detektiv und sie nicht einfach mal zusammen? Was geht hier vor sich? So, das Klo ist noch rot. Hier soll noch angeblich irgendwas sein. Ach, guck mal. Eine zerbrochene Brille. Okay. Da müssen wir jetzt wirklich einfach mal die... Oh, im Dachboden habe ich auch irgendwas übersehen. Ich hoffe, nichts Wichtiges. Aber dann gehen wir jetzt einfach mal... Ah, guck mal, genau, gehen wir in Lottis Zimmer. Das klingt doch gut. Vielleicht finden wir hier noch was raus. Wir können jetzt zumindest ihren Schnaps klauen und in unsere Resteflasche gießen. Da kommen wir nicht ran. Aber wir haben Vorbereitung auf den Johannistag. Wir müssen Hoffnung darauf haben, dass Jeremys Pakt mit dem dunklen Mann nur ein Bluff ist. Wenn wir Glück haben, werden unsere Besucher ihn vor Sonnenuntergang finden und beweisen, dass das alles Unfug ist. Was wahrhaftig ist, ist unser Versuch, sie anzurufen. Es ist einfach zu viel geschehen. Dieser Abend darf nicht vergeblich gewesen sein. Denkt an Jack und Cassandra. Sogar Perosi, deren Hintergrund ich einfach nicht durchschaue. Grace ist unsere Ziege ohne Hörner. Sie weiß das und sie wird mitspielen. Du musst mit deinem Bruder reden, Baptiste. Ich mache mir Sorgen, dass er uns enttäuschen wird, Miss Thompson. Okay. Das klingt auf jeden Fall sehr sinister. Die Ziege ohne Hörner haben wir auch schon mal gehört, ganz am Anfang vom Spiel. Da ging es quasi um so ein Rezept für irgend so einen Voodoo-Fluch und da war eben die Ziege ohne Hörner erwähnt. Und da wollte aber der Person, die das kaufen wollte, quasi niemand sagen, was die Ziege ohne Hörner ist. Und jetzt wissen wir, dass es ein Mensch ist anscheinend. Wahnsinn und die Astarte-Künstlerkolonie. Wahnsinn und die Astarte-Künstlerkolonie. Astarte, was ist der Name? Die ist wieder sehr leise. Ich mache mich wieder stumm und mache mal sehr laut. 1909 wurde die alte Villa de Sedo außerhalb von New Orleans in eine Künstlerkolonie. Trotzdem sehr leise. Drei berühmte europäische Künstler mieteten das Haus und das umliegende Land von den Besitzern, der Familie Ledoux. Die Kolonie wurde in erster Linie von Sebastian Cortes geleitet, der von seinen Gleichgesinnten William Argus und Heinrich Kassel liebevoll der Kapitän genannt wurde. Die Kolonie bestand 6 Jahre lang, bis eines Tages alle 12 Mitglieder ohne Spur verschwanden. Man geht im Allgemeinen davon aus, dass ihr Verschwinden mit einem zerstörerischen Hurrikan zusammenhing, der am 29. September 1915 die Region heimsuchte. Aber es gibt keine klaren Hinweise, die diese Annahme unterfüttern. Klar belegt ist dafür ihre häufige Teilnahme am Nachtleben von New Orleans, ihre Begeisterung am Geben von Feiern und ihre ausufernden Beiträge zu den Mardi Gras-Paraden, als die Piraten von Pontchartrain. Berichte über ihre Lebensweise finden sich in nahezu allen Klatschspalten. Insgesamt könnte man sie als sorglos und unkonventionell beschreiben. Ende Juni 1909 erschien der Name Astarte das erste Mal in den Zeitungen. Cortes sagte, der Name wäre ihm beim Malen in den Sinn gekommen. Es gibt keine Erwähnung, dass er vorher von der antiken phönizischen Fruchtbarkeitsgottheit wusste, die den gleichen Namen trug. Sein Mitkolonist Heinrich Kassel wusste aber von der Verbindung, weil er später Skulpturen schuf, die eindeutig Anspielungen auf uralte Idole der Gottheit waren. Es ist unmöglich nachzuvollziehen, wie der Name so plötzlich ins Spiel kam.
aber er ist aufgrund von De Setos Geschichte besonders interessant. Selbst der Name De Seto ist der einer syrischen Fruchtbarkeitsgöttin. Bei der Namensgebung der Plantage lag mit Sicherheit kein Versehen vor. Wir wissen, dass Elijah Pickford einen Tempel für den Kult bauen wollte, für den er 2 Jahre vor Kauf des Landes schon Flugblätter verteilt hatte, in denen er seine Absichten kundtat. Man schätzte seine Anhänger auf fast 100 Männer und Frauen. Vor allem Seeleute, Gestrandete und Kahuns, als das Anwesen gebaut wurde. Für Außenstehende wurde De Seto als eine von Sklaven bewirtschaftete Plantage gemeldet, was es Pickford und seiner Gemeinde erlaubte, jahrzehntelang unbemerkt zu wirken. Die offizielle Version der Geschichte ist, dass der Kult bis 1862 Bestand hatte, als die Unionsarmee vorbeizog, die Plantage niederbrannte und alle vertrieb, die dort lebten. Nach dem Bürgerkrieg versammelten sich neue Leute in den Ruinen von De Seto, um eine neue Fruchtbarkeitsgöttin zu erfinden, die Shub-Niggurath. Obwohl De Seto ein ungewöhnlicher Name sein mag, von dem nur wenige gehört haben, ist er doch in gebildeten Kreisen nicht unbekannt. Astarte ist ebenfalls bekannt und mag von belesenen Künstlern auch unbewusst ausgewählt worden sein. Shub-Niggurath jedoch ist ungewöhnlich. Es ist nahezu unmöglich, dass jemand in Louisiana diesen Namen schon mal gehört haben sollte. Der Name wird nur in sehr seltenen Büchern wie unaussprechlichen Kulten und dem Necronomicon erwähnt. Und man geht davon aus, dass es verschliffenes Arabisch ist und zu den dunklen Jungen gehörig bedeutet. Die wenigen zu der Göttin abgedruckten Absätze sind so verstörend, dass niemand bei geistiger Gesundheit jemals eine Religion auf diesen Grundlagen aufbauen wollen würde. Der Kult der Shub-Niggurath war schwer zu vertreiben. Aber man geht davon aus, dass der Hauptschuldige am Untergang des Kultes, trotz der steten Verhaftungen und der Tötungen mehrerer Kultisten über die Jahre, der Kult selbst war. Was sich gut in die Reihe aller Kultaktivitäten auf De Setos Gelände einfügt. Als Hauptmann J.W. Norton der Unionsarmee dort eintraf, beschrieb er die Menschen in De Seto als mangelernährt und besessen. So sehr die Armee sich auch bemühte, sie zu retten, sie wehrten sich dennoch entschlossen dagegen. Als könnte sie nichts davon abhalten, sich selbst zu zerstören. Obwohl das Verschwinden der Astarte-Künstlerkolonie ein Rätsel bleibt, scheint das wiederkehrende Motiv anzudeuten, dass ihr Schicksal mit Wahnsinn und einem Hunger nach der Selbstopferung im Namen der Fruchtbarkeitsgöttin mit den 1000 Namen verflochten ist. Okay, dann mache ich wieder leiser. So, okay. Okay. Interessant. Eine turbulente Geschichte des Anwesens hier offensichtlich. Moment mal, wo habe ich denn Opferdolch her? Ein Dolch, der von 2 Schlangen umschlungen wird, wurde im versunkenen Tempel zusammen mit dem Vertrag des Schattenmanns gefunden. Ach was, warum ist denn da so ein Zeichen? Muss ich da was machen? Nö. Nö, okay. Whatever. Dann schauen wir mal in den kleinen Salon. Da habe ich anscheinend auch irgendwas übersehen. Oder da ist was neu, ich bin mir nicht sicher. Ah, hier ist auf jeden Fall wirklich was. Opferprogramm. Kater, kannst du noch bitte 20 Minuten warten, Katerchen? Ha, dann habe ich Zeit. Aber jetzt nicht. Der Dolch war in der Cutscene. Ah, okay, nee, den habe ich ausgeblendet, glaube ich. Ich habe gerade Stimmen gehört, ne? Gemurmel, aber okay. Okay. Ha. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Warte mal. Haben wir eine Quest, die uns das sagt vielleicht? Nee. Nicht wirklich. Brich in Dr. Grays Büro ein. Ah, danke schön, Quest-Hinweis. Wo haben wir denn Dr. Grays Büro? Da unten. Wie
kann ich da einbrechen. Gehen wir mal hin und schauen uns das mal an. Dazu muss ich die Treppe... Dr. Grays Wohnung. Nee. Wie komme ich denn da hin? Warum ist denn da die Tür zu? Ich war da doch schon. Muss ich doch wieder in den großen Salon zurück? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Wir werden schon irgendwie hinfinden. Es ist versperrt. Es ist versperrt. Es ist versperrt. Alles versperrt. Und wenn ich... Aber wenn ich hochgehe, ist auch versperrt. Ich kann mal gucken, ob ich in Dr. Grays Wohnung kann. Vielleicht muss ich das sogar erstmal machen. Damit wir da irgendwas finden, dass wir in die... in sein Büro kommen. Keine Ahnung. Bitte nicht stören. Ich glaube, Dr. Gray ist da drin. Vielleicht kann ich dann jetzt in seinem Büro herumschnüffeln. Aha. War zumindest ein Hinweis. Aber hier ist alles verschlossen. Hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Naja, dann versuche ich es nochmal. Nee, nicht in Lottis Zimmer. Das ist... Alone in the Dark, das Neue. Hä? Warum kann ich jetzt die Tür nicht öffnen? Die sollte, glaube ich, zu öffnen sein. Ich kann die aber auch nicht anklicken. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass das ein Game-Breaking-Bug ist, der uns hier jetzt am... Hä? Ich kann keine Türen mehr anklicken. Doch, die zur Bücherei würde gehen, aber die brauche ich nicht. Ich müsste ins Esszimmer. Oh, das ist vielleicht unter Umständen schlecht ein bisschen. Okay. Shit. Okay, wartet mal kurz. Nur vorsichtshalber. Mal kurz speichern und neu laden. Vielleicht hilft's. Schauen wir mal. Ja, das hat... Ne, ich habe schon öfter jetzt drüber geredet. Das Spiel hat seine positiven Seiten und seine Schwächen. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich kann nicht sagen, dass ich es wirklich gut finde, aber schlecht finde ich es auch wirklich nicht. Es ist schon ganz cool, würde ich sagen. Man muss es, glaube ich, mögen. Aber jetzt... Aha, jetzt wird hier immerhin ein Durchgang verboten angezeigt. Das ist schon mal immerhin ein Fortschritt. Aber ehrlich gesagt bin ich gerade echt verwirrt. Und weiß nicht. Weil alles ist verschlossen. Ich kann mal in den Wintergarten gehen. Ich weiß nicht warum, aber das ist jetzt ehrlich gesagt irgendwie der einzige Weg, der mir einfällt. Bin ich hier richtig noch? Ja. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Wartet mal, im Wintergarten ist auf jeden Fall noch irgendwas. Der ist noch rot markiert, als hätte ich hier irgendwas nicht aufgehoben oder so. Aber vielleicht nur, weil da unten noch eine Tür verschlossen ist. Oh, ein Hinweis. Hä? Der war aber früher nicht da. Hütet unsere Geheimnisse. Dann lasst vielleicht nicht den Zettel offen liegen, wo es darum geht, dass ihr Geheimnisse hüten solltet. Dann könntet ihr vielleicht eure Geheimnisse hüten. Mrs. Thompson, ich weiß, dass die vergangene Woche sehr anstrengend war. Angesichts dessen ist es mir wichtig, Sie daran zu erinnern, dass die Angelegenheiten des Shadows nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Und Sie sollten sie auch nicht persönlich beunruhigen.
Bitte fahren Sie mit Ihrer ausgezeichneten Arbeit fort. Und denken Sie bitte nicht über den Tod von Perosi und vor allem nicht über den Selbstmord von Cassandra Borgard nach. Okay. Das sollte Sie oder die Belegschaft nicht belasten. Ich verlasse mich auf Ihre Loyalität und baue darauf, dass Ihre enge Beziehung mit den Tabois-Geschwistern dafür sorgen wird, dass DeSettos Geheimnisse geheim bleiben. Dr. Gray. Das ist immer gut, ne? Wenn man sagt, hey, denk bloß nicht an dieses Ereignis, das ich nun beschreibe und somit den Gedanken in deinen Kopf bringe, wo er vielleicht ja vorher gar nicht war. Wollte ich dir nur gesagt haben. Warte mal, gibt's nicht irgendwie eine Taschenlampe in dem Spiel? War da nicht was? Ah ja, gut, das ist besser. Aber doch, die Tür können wir auch nicht. Aber der Zettel war definitiv neu. Also mit der Vergleich mit Resident Evil 2 mit den Remakes ist eher ein gefährlicher, würde ich sagen. Von daher, dass das ganz falsche Erwartungen weckt. Das Spiel ist sehr viel rätsellastiger, sehr viel langsamer, weniger gruselig und der Kampf, ne, ist leider richtig scheiße. Das ist das größte Problem, das das Spiel hat. Das macht überhaupt keinen Spaß. Also, ah, hier ist eine Leiter. Ja, die hilft uns. Dankeschön. Also der Fokus ist wirklich viel mehr auf Story und Erkunden und... Ich höre gruselige Geräusche und viel weniger auf Kampf. Was gut so ist, weil der Kampf ist echt schrecklich in dem Spiel. Okay, na also, gut. So, und Mr. Waits muss einen Ersatzschlüssel für Doc. Ich brauche den Schlüssel. Mr. Waits, hat sie gerade gesagt, bevor ich sie unterbrochen habe. Mr. Waits. Ist das der Sekretär? Muss ich einfach hier mal gucken? Ich kenne die Kombination nicht. Moment, vielleicht kenne ich sie doch. Vielleicht kenne ich sie doch? Ist es etwa wieder 454? Wenn das jetzt wieder 454 ist. Nee, es ist nicht 454. Schade. Das wäre zu leicht gewesen. Was könnte die Kombination sein? Ups, bin ich zu weit gegangen. Ich bin zu weit gegangen. Zwei, fünf, acht vielleicht? Schauen wir mal nochmal in die Dokumente, die wir haben. Vertrag des Schattenmanns. Da steht 913 drauf. Versuchen wir das mal. Aber da steht keine Richtung, in die ich drehen muss, ne? Halte ich für unwahrscheinlich. Nein, es ist wirklich so. Okay, meinetwegen. Okay. Der leere Raum. Der letzte Gast in dem leeren Raum leidet unter schweren Anpassungsstörungen. Ich muss das notieren, denn wenn ich diesen Zustand ausreichend verstanden habe, könnte ich vielleicht später leugnen, dass es so ist. Und ich habe gute Gründe zu glauben, dass auch ich die Konsequenzen dieser Störung zu tragen haben werde. Denn eine Person, die Kontakt mit dem Gast hatte, entwickelt schnell eine neue Weltsicht. Gemäß dieser ist alles vorherbestimmt. Aber die Welt ist aus den Fugen. Wenn man diese Weltsicht akzeptiert, wird es unmöglich, mit bestimmten Erinnerungen umzugehen und sie werden unterdrückt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich kann mich nicht einmal mehr an das Schicksal dieses Gastes erinnern. Ich glaube, diese Person ging einfach verschollen und wurde vergessen. Das Gleiche gilt für alle Akten, die sich auf diesen Patienten beziehen. Sie wurden alle vernichtet oder sie haben einfach nie existiert.
Wer hat das geschrieben? Es gab nie einen Gast im leeren Raum. Ja, okay. Das ist alles sehr Cthulhu-mäßig, ne? Wir hatten ja vorher sogar schon in dem Dokument das Necronomicon erwähnt. Also sogar wirklich der Name-Drop. Und jetzt geht's da auch quasi um jemanden, der eine so unfassbare Wahrheit hat, dass wenn er die anderen erzählt, dass die einfach wahnsinnig werden und ihr ganzes Leben und alle Erinnerungen daran verdrängen, weil es so unglaublich ist. Das ist sehr so kosmischer Horror. Einfach nur eine Information, Dr. Grays Büro, die für unseren beschränkten Verstand nicht erfassbar ist. Schreibmaschine, können wir speichern. Let's go. Jeremys Behandlung. Sehr verehrter Dr. Menzetti, ich befinde mich mitten in einem aussichtslosen Kampf mit einem Patienten. Wie ich bereits in meinem letzten Brief beschrieben habe, ist er vollständig in seinen Wahnvorstellungen gefangen. Dass er sich selbst mit seiner Paranoia quält, ist schon schlimm genug. Aber sein Wahn greift auch auf andere. Das mit dem Dokumente vorlesen ist sehr nice. Das gefällt mir auch echt gut. Für einen Massenwahn. Ich schreibe Ihnen, weil ich hoffe, dass Sie mir einen Rat geben können. Ich möchte natürlich schädliche operative Eingriffe um jeden Preis vermeiden. Aber ich mache mir langsam auch Sorgen um meine eigenen Abwehrmaßnahmen. Die Worte meines Patienten sind verrückt. Aber sie bringen auch etwas Urtümliches in mir zum Klingen. Ich habe versucht, sein Gehirn mit Röntgenstrahlung zu fotografieren. Es war überraschend schwierig, gute Ergebnisse zu erhalten. Dunkle Flecken auf den Platten verdeckten die Details. Mein Patient schaute sich die fehlerhaften Platten an und schrie dann panisch auf. Er sagte, die dunklen Bereiche wären der Schatten des Wurms, der ihn von innen auffresse. Ich konnte nichts Ungewöhnliches erkennen. Ich hoffe, das ist ein Zeichen, dass mein Geist nicht so anfällig für den Wahnsinn ist, wie ich es befürchtet hatte. Auf weitere Nachfragen beschrieb mein Patient den Schatten in seinem Geist als eine Art chthonische Monstrosität, die sein Allerheiligstes unterwandern will. Das bezieht sich eindeutig auf einen Ort, den er Taroeia nennt, eine Art Bibliothek oder Kloster, das ihm als psychologischer Zufluchtsort dient. Dieser imaginäre, sichere Hafen wird jetzt von diesem Chthonier bedroht und daher hat er sich einen anderen, weniger angenehmen Unterschlupf ausgedacht. In letzter Zeit bemüht er immer wieder die Metapher des Dampfschiffes, das auf Grund gelaufen ist. Er meint, er verspürt den Drang, die Motoren zu starten und umzukehren. Aber er fürchtet, dass das Schiff wegen eines Lecks sinken würde. In der letzten Woche habe ich ihn dabei beobachtet, wie er diese Metapher in die Realität überträgt. Er weiß, dass das fiktiv ist, aber dennoch weicht er nicht davon ab. Er versucht, eine echte Erinnerung zu erzeugen. Ich bin mir sicher, dass dies meine Chance ist, die Mauern seiner Selbsttäuschung zu durchbrechen. Okay. Dann nehmen wir den größten Schlüssel der Welt, den Treppenhausschlüssel. Und hier haben wir Cassandras Besitztümer. Was ist das denn? Cassandra, die besitzt einen Zettel. Sonst hat Cassandra nichts. Ihre gesamten Besitztümer. Her damit. Ich bin damit fertig, die Besitztümer von Miss Borgard zusammenzuräumen. Ich überlasse es jetzt Ihnen, Ihren Agenten zu kontaktieren, damit er sie abholt. Ich habe eines von Graces Bildern gefunden, das sie vielleicht zurückhaben will. Und diesen Schlüssel, der in ihrem Zimmer lag. Ich glaube, danach haben sie gesucht. Miss Thompson. Okay. Gibt's was Neues zu Resident Evil 9? Abgesehen von dem Video zu dem Leaks, das ich gemacht habe, nicht, nee. Besser als kein Zettel, das stimmt. Ne? Mit so einem Zettel kann man, wenn es kalt ist, irgendwie so eine kleine Fläche auf dem Körper zudecken. Zum Beispiel. Man kann... Weiß ich nicht... Weil man keinen Stift hat, kann man nicht schreiben. Weil man keinen Strohhalm hat, kann man keine Spuckkugeln machen. Was kann man nur mit einem Zettel machen? Man kann Papierflieger basteln, wenn einem langweilig ist. Oder kleine Hüte. Ah, das Frankreich gehört in den Globus. Was kann man noch mit so einem Stück Papier machen? Es gibt nicht so viele Anwendungsmöglichkeiten für nur Papier. Ohne irgendwas anderes, ne? Schon ein bisschen doof.
Ah, und hier haben wir ein Foto von dem Dampfer, von dem wir gerade noch gehört haben. Nur, dass der nicht imaginär ist. Der fliegende Holländer! Cool. Ui, ui. Da sind wir wieder in der Silent Hill Welt. Oh, und alles hat sich in einen Dampfer verwandelt. Das ist irgendwie cool. Ah, okay. War aber nur kurz. Mit Papier kann man vieles machen. Ja, was denn? Was denn noch außer Papierflieger? Also nur Papier, sonst nichts. Nur ein Zettel. Ein Zettel. Mir fällt nichts ein, außer irgendwas basteln. Oder... sich schneiden damit. Fällt mir noch ein. Wenn man sich blöd anstellt. Kauen. Ja, an Kauen habe ich auch gedacht. Ne, aber was bringt einem, wenn man das kaut? Kauen, kauen Tag für Tag. Kauen, kauen Tag für Tag. Charlie und die Schokoladenfabrik. Ach so, wegen den Namen. Ach so, ich dachte, du denkst an das Papierchen. An Papier kauen habe ich witzigerweise nämlich auch gedacht, aber ohne irgendwie einen Strohhalm, dass man so kleine Spuckkügelchen machen kann, ne? Macht auch das keinen Sinn für mich. Ihr seht schon, ich denke nur an das Papierchen. Ah, wir haben jetzt den Schlüssel da hinten, dass wir in den Keller kommen. Ins Krankenzimmer, OP-Raum, Quarantäne, Labor. Jetzt wird's... das ist aber jetzt schon sehr Resident Evil, ne? Das ist so der letzte Abschnitt von diesem alten Herrenhaus hier. Es ist ja ein Krankenhaus, aber trotzdem das Labor ist. Ja, ja. Wegen Violet Beauregard. Ja, okay, okay. Genau, ich hab's schon verstanden. Ich hab's nur nicht gleich gecheckt, was du meinst. Okay. Gut, dann würde ich aber fast sagen, dass wir jetzt Schluss machen. Ja, machen wir jetzt Schluss. So, gut ist. Denn nächste Woche ist auch noch ein Mittwoch, habe ich gehört. Und deswegen machen wir da weiter. Ich denke, nächste Woche könnten wir fertig werden, ne? Es fühlt sich schön langsam so ein bisschen nach Finale an. Insofern glaube ich, allzu viel Alone in the Dark werden wir nicht mehr vor uns haben. Und ob wir es dann nochmal mit Stranger Things Polizist durchspielen, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Wir haben ja auch noch Eternal Darkness, das muss auch durchgespielt werden, da habe ich auch wieder Bock drauf. Insofern, naja, nächsten Dienstag 18 Uhr Resident Evil 1 Remake, HD Remake Chris und nächsten Mittwoch 18 Uhr Alone in the Dark Finale. Und dann gucken wir mal. Schön, dass ihr mit dabei wart. Hat mich wie immer sehr gefreut. Danke für Bits und Subs und fürs Dabeisein. Und ja, wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ciao, macht's gut.